Willkommen zu einer weiteren Dave the Diver-Folge. Und ja, als allererstes, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen ohne euch weitergespielt, aber keine Story. Wie ihr oben erkennen könnt, der eine Star, den haben wir glücklich gemacht, den Regisseur. Es ist jetzt heute der große Lachstag. Da kommt Thunfischtag. Da komme ich gleich auf euch drauf zu sprechen, was da passiert ist. Zuerst einmal möchte ich mich aber für die ganzen krassen Kommentare bedanken. So viel Info. Erstmal an Jay Mocke hat auch einmal in den Live-Chat letztens geschrieben und mir nochmal erklärt, was Autokochen ist. Und hier der Kommentar, vielen Dank nochmal. Ich erkläre es euch jetzt. Also im Prinzip, es gibt verschiedene Rezepte. Manche Rezepte, da machst du 1 bis 2 Portionen. Aber beispielsweise den Haifischkopf, das sind 4 Portionen. Und 4 Portionen ist problematisch, denn bei Autokochen, wenn die 4 Portionen weg sind, wird direkt neu gekocht. Und wenn nur eine Portion davon bestellt wird, schmeißt man den Rest weg. Weswegen Autokochen am meisten Sinn macht bei Rezepten, die 1 bis 2 Portionen quasi ergeben. Übrigens hier auch im Live-Chat heute dabei, meine liebe Community, die sagt euch Hallo. Deswegen kommt doch gerne vorbei auf www.twitch.tv/nudo-live. Die geben nämlich auch viel Kommentare ab. Und wir haben einen weiteren Kommentar von dem lieben Lord. Der hat geschrieben, hi Gnu, ich freue mich zu sehen, dass dir Dave the Dyer so viel Spaß macht. Ich bin wohl mindestens genauso in das Game verliebt. Hier ein paar wichtige Tipps. Erstens, mach dir Gedanken, welche Art von Fisch und bei du bei deinem Tauchgang jagen möchtest und fokussiere dich darauf. Versuche die Fische mit hohem Sternrang zu fangen. 1 Stern ist mit Totenkopf also nichts mehr wert. Diese kannst du wegwerfen. 2 Sterne sind mit der Harpune erledigt und geben mittelmäßig Fleisch. 3 Sterne sind lebend gefangen. Diese geben am meisten Fleisch. Du kannst mit der Netzkanone Fische und Quallen lebend fangen. Aggressive Fische mit Zähnen kannst du erst mit der Stahlenkanone fangen. Sonst wird das Netz zerrissen. Das Betäubungsgewehr ist mit die beste Waffe und du solltest alles schnellstens erforschen. Betäubte Fische können immer mit 3 Sternen eingesammelt werden. Ah, nice. Sorry, das ist gerade voll schwer zu lesen, weil mein... Ich mache das nicht mal größer. Jetzt, so. Okay, brauchst das Betäubungsgewehr. Sehr gut, weil dann kann ich die nämlich Fische später mit einer Tauchdrohne eingesammelt werden. Deine Mitarbeiter haben bestimmte Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, welche diese mit Max Level 20 sind. Kannst du dir, bevor du sie einstellst, unter Details angucken. Du kannst die mit STRGL die benötigten Zutaten der zu erforschenden Rezepte angucken. Dann weißt du, welche du zuerst erforschen möchtest. Da manche Zutaten, die du benötigst, erst später freigeschaltet werden können. Das sollte erstmal reichen. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank für diese Mühe. Voll süß. Dankeschön. Und das habe ich mir schon gedacht. Ich habe nämlich letztens Leute eingestellt, wo ich dachte, oh Mist, so gut sind die gar nicht. Das mit der Betäubung finde ich allerdings sehr, sehr spannend. Deswegen ich mal gucke, weil ich glaube, die kann ich sogar machen. Nicht tödliche Betäubungskanone. Betäubte Kreaturen sind von hochwertiger Klasse. Ja, machen wir das oder machen wir das nicht? Ich bin mir unsicher. Ich werde es mal herstellen. So. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. So, können wir die auch upgraden direkt einmal? Nee, da brauche ich noch violetter Seestern, dann kann ich die upgraden. Das ist schon mal sehr gut. Weil ich habe jetzt mittlerweile eine Taucherdrohne, von der wir gerade gelesen haben. Es gibt jetzt nämlich Thunfische. Und es gibt auch ein Reisfeld. Es ist ein bisschen was passiert. Ich habe nur 3 Tage gespielt und schon ging es mega ab. Hier haben wir jetzt beispielsweise einmal auf der Farm die Möglichkeit, Aubergine und Karotte jetzt anzupflanzen. Das ist hier oben, das passiert gerade hier oben. Ist auch noch nicht fertig, kann es einfach immer nur wieder gießen. Deswegen gut, dass ich heute her bin. Das muss ich nämlich auch machen. Denn wir haben jetzt nämlich einen Rapper im Laden, der möchte ein bisschen besser verkostigt werden. So, verköstigt im besten Fall. Okay, so, dann mache ich das hier mal voll. So, dann gehe ich mal wieder hier zurück und gehe wieder zum Boot. Genau, und es gab tatsächlich jetzt Thunfische, die sind gar nicht so leicht zu fangen. Da habe ich nämlich die Möglichkeit bei ihm im Laden jetzt hier... Ah, es ist jetzt gar nicht mehr da. Unterwasserfrachtkiste, maximale Kapazität, Tintenbombe. Genau, da hatte ich nämlich die Möglichkeit, so eine Granate zu kaufen. Die hat dann ein Netz ausgefangen, hat die Lachse, weil die sehr schnell sind, für mich eingesammelt. Und anschließend konnte ich eine Drohne holen. Und die hat die Fische eingesammelt. Das werde ich euch jetzt mal zeigen.
So, und wir haben ja noch die Möglichkeit, runter in die Unterwasserwelt zu gehen. Also, einiges steht an. Und ich zeige euch jetzt mal die Lachse. Die sind auch extrem laut. Und extrem gruselig. Und hier hat sich auch die ganze Gegend verändert. Ist einfach jetzt komplett anders hier. So. Also ist natürlich die Betäubungskanone gut. So, Thunfische meine ich, nicht Lachse. So, ihr habt es gerade schon gehört, das sind die Thunfische. Habe ich den eigentlich schon gehabt, den Fisch hier? Nee, tatsächlich. Doch, hatte ich schon. Genau, ihr erinnert euch ja vielleicht noch an den Wal. Der kam wieder. Das ist so viel passiert, ne? Hier sind die, die Thunfische. Die sind extrem ätzend. Und die greifen einen eigentlich durchgehend immer an, wie ihr seht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach unten und suchen uns den Wal, weil es gibt doch diesen großen Wal und der versucht uns was zu sagen, weil hier gibt es nämlich einen Babywal und der ist auf jeden Fall auch neu. Wieso sind auf einmal so viele neue Fische da? Oh shit. So, okay. Der ist halt jetzt tot, ne? Jetzt ist das Fleisch. Hier seht ihr diese Drohne mit Kuh. Das heißt, wenn ich jetzt eine Netzkanone habe, kann ich einfach mit Kuh, kommt dann diese Drohne und holt die ab. Also all easy. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einem sehr entspannten Spiel. Dave the Diver, I love this game. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich da so reinsuchten werde. So, lass uns mal runtergehen. Zum Babywal. Da hört man ihn schon. Das habe ich extra nicht gemacht, um euch das zu zeigen. Wisst ihr, da spielt man mal so 2-3 Tage, kurz so eine Stunde. Und auf einmal passiert super viel. Und ja. Ich habe nur ein bisschen geupgradet. Ich habe meine Luft geupgradet und mein Schrei kommt von dem Felshaufen. Diese Steine müsste ich erst aus dem Weg räumen. Ja, das kriegen wir doch hin. Easy. So, let's go, Leute. Wie geht das nochmal jetzt? Bam, bam. Und bam, und bam. So. Okay, jetzt sind alle weggeräumt. Ich freue mich auf den Stream. Süß. Habt ihr eigentlich Ferien? Ich glaube schon, gell? Passt es eigentlich vom Ton oder ist das Spiel zu laut? Oh, nice. Hm, obwohl, Waffenschutz auch gut. Ah, okay, das musste ich erst ausrüsten. Nice. Ja, passt. Sehr gut. Okay. Ja, ich bin noch 5 von 9 Wochen. Geil. Die Höhle des Walkalbs. So, hat deine eigene Höhle hier. Hello. Wow, ist ein Walkalb im Inneren. Es scheint verängstigt zu sein. Sollte ich es beruhigen? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kann ich immer noch auffressen. Oh, ich kann es lieben. Süß. Oh, oh, süß. Ich kann es streicheln. Ja, es hat mich lieb, oder? Es ist aber irgendwie immer noch misstrauisch. Ich glaube, es ist immer noch etwas ängstlich. Vielleicht sollte ich etwas streicheln. Noch immer mehr streicheln. Okay, dann mal noch mehr streicheln. Ja, look at this. Come on. Liebe mich. Liebe mich. Ja, jetzt. So leicht kriegt man Wal rum. Ich glaube, es ist jetzt weniger verängstigt. Ich sollte es noch etwas streicheln. Noch mehr? Jetzt reicht's doch langsam mal. Der holt sich hier voll die kostenlose Liebe ab. Es geht gar nicht. Das kostet. Süß. Noch mehr. Jetzt reicht's aber langsam mal. Hat deine Mutter dir nicht genug Liebe gegeben? Oh, jetzt mag's mich aber richtig. Jetzt scheint es wieder Mut gefasst zu haben. Wenn wir an einer helleren Stelle gehen oder an eine hellere Stelle gehen, sollte seine Mutter uns besser finden können. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich es wieder nach oben bringe. Warum? Mäh, aber voll liebebedürftig auf einmal. Okay, ich glaube, ich muss jetzt aufpassen, dass der nicht angegriffen wird. Oh, süß, wie der mitkommt. Okay, ich habe mal meine Knarre dabei. Boah, diese Schweine. Oh, das sind aggressive Barracudas im Weg. Um die muss ich mich erst kümmern, bevor das Kalb loslegt. Okay, gar kein Problem. Die bringe ich alle um. So. Schlaf, du Sau.
Warum schläft er denn nicht? Na gut. Dann halt nicht. Dann nehme ich dich halt mit. Irgendwie ist meine Schlafbüste süß, wie es da unten wartet. Okay, den auch noch. So, komm. Puh, jetzt sind alle sicher. Sehr gut, ich will aber noch mal kurz eine bessere Waffe haben. Wo ist denn meine gute Waffe hin? Ja, now we talking. Ich bring die alle um, weißt du, Herr Wahl? Okay, wo willst du denn hin? Ach, der folgt mir. Um Gottes Willen, wir werden hier nie rauskommen. Voll süß, wie es mir hinterher schwimmt mit seinem dicken Körper. Oh nein, was? Okay, warum auf einmal so viele? Boah, das ist kacke. So, ich knall euch jetzt erstmal alle ab. So, das ist jetzt schlechtes Fleisch. I know, aber es ist egal. Es geht jetzt einfach darum, die abzumurksen. Oh, die gehen zum Kalb. Ey, Kollegen, haut ab. Ich glaube, ihr spinnt. Genau, kommt mal alle mir hinterher. Hier auch nochmal. Ich baller euch nämlich alle in your face. So. Ja, ja, alles gut. So, nochmal schnell weg und dann bam. Puh, so. Alle ermordet. Digitales Morden. Wie damals in Fortnite. Okay, aber extrem schlechte Fleischqualität. Dein Dave the Diver Streams sind immer sehr entspannt. Süß. War schön, dass ihr da seid. Das macht immer so Spaß mit euch. Oh. Gar kein Problem. Knall ich ab. Oh shit. Okay, ich habe echt eine Menge Fische heute umgebracht. Ich nehme es trotzdem mal mit. Den hätte ich jetzt zum Beispiel betäuben können und mit dieser Drohne abholen können. Dann ist es halt das maximal beste Fleisch. Aber hey, wir haben es geschafft. Wali. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch die dummen Thunfische. Die sind nämlich ganz schön anstrengend. Komm, Wali, hoch mit dir. So. Süß, wie es da mitschwimmt. Ist so goldig. Yes. Jetzt kommt deine Mama. Puh, das war gefährlich. Hier sieht es sicherer aus. Naja, oh mein Gott. Genau. Wo ist deine Mama? Oh mein Gott, hi, was soll ich tun? Ja, gut, da kommt Mama. Ja, friss sie alle bitte. Sehr gut. Kann ich bitte die Kadaver einsammeln? Süß. Ich liebe Tuna. Ja, ein Tuna-Tatar ist schon was Feines. Aber die Tiere werden da teilweise so gequält, dass ich es mir einfach nicht mehr bestelle. Wow, ganz schön riesig. Das ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Ich sollte später meiner Mama was schreiben. Süß. Kriege ich jetzt was dafür? Ich will dafür was haben. Gib mir ein Amulett. Hm, ich verstehe. Gut, dass du es wieder zu einer seiner Mutter gebracht hast. Es war nicht einfach. Es war total verängstigt. Vielleicht mochte es dich einfach nicht. Ich finde, du könntest den Tieren ruhig mehr helfen und weniger jagen. Ja, das stimmt allerdings. Oh, da kommt ja das Baby. Süß. Hallo. Krieg ich was? Oh, ja. Süß. Was tut's denn jetzt? Oh, schaut euch das an. Ich glaube, der Wal würde da aber nie wieder rauskommen. Schön. Ach ja. Poseidon. Die Suche nach dem Walb, Walkalb, nach dem Weib. Oh Gott, habe ich nicht gesagt. Hey Dave, die vor ein paar Tagen gepflanzten Feldfrüchte sind erntereif. Ernsthaft, sie wachsen wirklich schnell. Ja, so viel unerwartete Dinge passieren ständig hier im blauen Loch. Wir müssen die Zutaten für das Gemüsesushi vorbereiten. Geil.
Genau, wir können jetzt Gemüse-Sushi machen. Also auch für die Veggies unter euch. Das Wetter hier ist unglaublich. Die Ernte und das Obst sehen köstlich aus. Gehen Sie ernten. Bestimmt tut er die alle mit irgendwelchem Zeug kontaminieren, weswegen die so schnell wachsen. Wow, schön, schön. Look at this, look at this. Sparkling. Wow, die Aubergine und Karotten sehen gut aus. Komm oft vorbei, gib den Pflanzen etwas Liebe und sie werden es dir zurückzahlen. Jetzt nimm sie alle und hilf dabei, das Gemüsesushi zuzubereiten. Cool. Und vergiss nicht, gute Zutaten sind das A und O eines guten Gerichts. Dankeschön. So nebenbei, wer hat das Gemüsesushi bestellt? Irgend so ein Rapper. Ein Reisfeld. Stimmt, im Reisfeld muss ich auch nochmal hier ein bisschen ernten. Und ich glaube, ich kann die noch nicht holen, ne. Aber ich würde gerne mal bei ihm, kann ich nämlich jetzt was kaufen. Und zwar Knoblauchsahne und so ein Stuff. Würde ich jetzt mal kaufen. Vielleicht auch nochmal so eine. Und Aubergine, Karotte, Weizen, Reisfelderweiterung, Knoblauch. Machen wir nochmal einen und dann holen wir uns nochmal... Oh, Brot und Nudeln. Ja, auch mal. Ist nicht schlecht. Einfach, dass wir es schon mal ansehen, weil wir werden es bestimmt bald eh brauchen, nehme ich mal an. So. In der nächsten Mission kommt es nämlich bestimmt. So, gießen. Voll schön, dass man hier noch so ein bisschen ernten kann. Das ist so lieb, das Spiel. So, ciao, Kollege. Ich bin wieder Fische eliminieren. Brot. Also bei mir jetzt auf der linken Seite ein Sternfeld. Achso, es geht was anderes. Okay, die helfen sich hier gerade aus, die kleinen Gnullis im Chat. Süß. So, ich hätte auf jeden Fall gerne wieder meine andere Waffe ausgerüstet. Und zwar die hier. Wo rüste ich die denn aus, die Sachen? War das nicht hier? Genau, hier hätte ich gern tauschen. Hätte ich wieder die. Weil die andere ist mir noch zu schlecht. Wir müssen, sobald ihr lilane Seesternchen seht, sagt mir Bescheid. Ich kehre jetzt mal zum Eingang der verlassenen Höhle nach Tenitz zurück, zum Seevolk. Und dann gehen wir da mal weiter. Und heute Abend gibt's Thunfischparty. Thunfisch tun, nichts tun. Nichts tun, tun. So. Da wollte ich gerne einmal hoch. Ich liebe die Musik, ich liebe das hier alles einfach. So schön. It's so beautiful to be back. Okay, Kollegen, dann bringt mich mal zu Tenzins Haus. Oh, du bist zurück, Mensch. Die verlassene Höhle ist ein altes, verlassenes Lager des Seevolks. Der Schlüssel zur Gletscherpassage ist dort. Zuwarm wird dich führen. Viel Glück. Oh, ich dachte, du seist geflohen, Mensch. Zuwarm, der beste Krieger des Seevolks, wird dich dorthin führen. Folge mir. Ja, ja, das haben wir ja gesehen, wie gut der ist. Der Kollege. Flop. Kannst doch... das kannst du doch nicht tun, Fisch. Ah, da. Hier, Mensch, geh und bring mir den Schlüssel zur Gletscherpassage. So trist und dunkel, warum ist dieser Ort überhaupt verschlossen? Hm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe allerdings Geschichte über ein paar verrückte Seevolkbewohner gehört, die irgendwo eingesperrt sind. Ich habe gehört, dass die verrückten andere Seevolkbewohner angegriffen haben. Aber das ist etwa 1000 Jahre her. Seevolkbewohner werden nun etwa 300 Jahre alt. Also keine Sorge. Ich bin nervös, kommst du mit? Ich bin der beste Krieger meines Volkes. Du willst, dass ich eine so banale Aufgabe erledige? Ich bleibe hier und beschütze das Umfeld. Beeile dich, bring mir den Schlüssel. Ach, ich wusste, dass du das tun würdest. Es ist in einem der tiefsten Bereiche versteckt. Suche einen Raum mit einem Wandbild. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Mensch. Das war so klar. Und er sagt dann am Ende wieder, er hat alles gemacht. Bist du bereit zum Eintreten? Annehmen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Gut, dass ich mit der Katze nicht allein bin. Wow, ich habe noch nie so eine nette Community getroffen. Süß! Au, oh, es ist so kalt. Der Schlüssel könnte tiefer im Inneren liegen. Ein Raum mit einem Wandbild, wenn ich mich richtig erinnere. Finde die Gletscherpassagenschlüssel. Oh, da sind neue Dinger. Schaut mal. Die sammle ich jetzt. Ah, nee, ich dachte, die kann ich einsammeln. Ach, Mensch. Die kann ich doch bestimmt einsammeln, oder? Das leuchtet doch so wundervoll da oben. Genau, ich habe als letztes Mal
meine Luft vergrößert und meinen Anzug. Oh, ein Fischi, hallo. Was für ein süßer Bartfisch. Er muss durch diesen kleinen Spalt gekommen sein. Oh mein Gott. Okay, wir haben ein Problem. Shit. Heiliger Bimbam, was ist das? Das antike Wandbild des Seevolks, von dem Suwam sprach. Sie sind immer noch am Leben. Zum Glück sind sie noch in den Zellen eingesperrt. Ich sollte nicht ihre Aufmerksamkeit erregen. Oh mein Gott, no. Okay, gleich mal die Waffe ausrüsten. Super. Super, Leute. Also wirklich, was ich hier so alleine erlebe. Ich hätte so Schiss. Da ist auch wieder einer. Gott, das sind irgendwelche Zombies. Ich mag die Musik von dem Game irgendwie. Hier ist nochmal Luft, aber die brauche ich eigentlich fast gar nicht. Hier ist ein Schalter, oder? Ah, da geht's. Es geht auch nicht hoch. Gut, die sind also wirklich eingesperrt. Papa, bist du's? Ah, das muss der Raum sein, von dem Suwam sprach. Aber wo ist der Schlüssel? Das ist ein Rätsel, oder? Dieses Bild scheint etwas anzudeuten. Ja, ich muss diese Steine, die hier liegen, hier, glaube ich, richtig anordnen. Da, das kommt hier hin. Plopp. Das kommt hier hin. Und das X kommt hier hin. Nein. Okay, nur das ist richtig. Ist aber weird. Die sind doch alle richtig, oder? Muss ich die von oben runterfallen lassen? Ist dann doch nicht so einfach? Oder ist auf den anderen Steinen... Ach so, ich muss die stapeln, ne? Ah. So einfach ist es dann doch nicht gewesen, ne? Okay, na gut. Bäm. Bäm. Immer schön aufpassen. Dass hier auch ja nichts runterfällt. So. Steine müssen gestapelt werden. So. Give me the key. Oh yeah. Bin ich überhaupt in einer Tiefe, in der Menschen noch sein können? Was für ein gruseliger Ort. Ich nehme den Schlüssel besser und gehe. Also ich bin jetzt 300 Meter tief. Das ist was, was ein Mensch noch machen kann, ne? Endlich zahlt es sich aus, dieses Artefakt, diese Artefaktjagd-Abenteuerspiel zu spielen. Der Film war aber nicht so gut. Soll ich zum Seevolk-Dorf zurückkehren? Oh oh. Oh nein. Oh nein. Houston, oh nein, noch ein Erdbeben. Ich habe etwas bröckeln hören. Oh no. Gib Tenzin den Schlüssel. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach, kann es sein. Auf jeden Fall fühle ich mich so komisch vorbereitet hier jetzt. Okay, dann einfach hier hoch, oder? Oh nein, lass mich in Ruhe. Eigentlich hätte er mich nicht gesehen. Oh Gott. Also die dürfen mich wirklich nicht sehen, ne? Die bringen mich, glaube ich, bei einem Mal um. Oh Gott, Hilfe, okay. So krass ist das? Nein, der Ausgang ist blockiert und jetzt sind die Seeungeheuer rausgekommen. Ich muss ihnen ausweichen, ohne erwischt zu werden. Oh Gott. Hier, Gardon ist der Name des uralten Seevolks, das aus unbekannten Gründen mutiert ist. Es kann nicht mit Schusswaffen oder Messern getötet werden. Fliehe aus der Höhle, ohne erwischt zu werden. Um Gottes Willen. Oh Gott, Hilfe. Ihr wisst doch, wie gut ich in sowas bin. Oh shit. Wow, shit! Oh Gott. Okay.
Herausforderung angenommen. Möchte ich vielleicht nicht mein Licht ausmachen? Okay, das ist halt bitter. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, ich will nicht mehr. Ist hier bitte keiner mehr? Oh nein. Kann ich den jetzt ablenken oder so? Hm, ich glaube nicht, dass ich hier durch kann. Was ist, wenn ich mich hinter der Steintatue da drüben verstecke? Ich werde unbemerkt bleiben. Weiß ich nicht, ob du das wirst. Hier, verstecke dich hinter einer Statue, um nicht von den Gardon gesehen zu werden. Nutze die Steinstatue, wenn du in Gefahr bist. Okay. Oh, wie arm ich dahinter vorloge. Oh, viel Spaß noch. Ich werde jetzt Teil 3 weiterschauen. Süß. Hoffentlich beherzigst du meine Tipps. Ich habe viele Tipps schon mit reingepackt. Werde für die nächste Folge noch weitere packen. Also ich habe viele gelesen. Ich habe jetzt nicht alle mit rein, aber einige. Oh Gott, Hilfe. Ich merke gerade, ich bin voll über den Waffen. Ich muss meine Cam nachher noch ein bisschen weiter schieben. Was ist das jetzt hier bitte? Nein, da ist schon wieder einer. Oh, lass mich doch einfach nur raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Boah, die sind ganz schön... Ach shit, ich glaube, da kann ich gar nicht hin, oder? Da kann ich gar nicht durch. Nein, oder kann ich da hoch? Nein, verdammt. So ein Mist aber auch. Ich muss runter. Runter. Oh Gott. Luft. Ja, gut, dass ich noch genug Luft habe. Oh Gott, Hilfe. Shit. Was ist denn hier auf einmal los? Nur weil ich diesen Schlüssel genommen habe. Ist ja wie bei Tomb Raider hier. Oh Gott. Oh nein. Raus hier. Oh Gott, die kommen jetzt alle raus, ne? Was würdest du machen, wenn du in dem Moment in der Situation wärst? Heulen und versuchen zu überleben. Ich würde mich aber, glaube ich, nie in so eine Situation bringen. Ha, ich wusste, dass du warm nicht auf mich warten würde. Wie auch immer, ich habe den Schlüssel, jetzt muss ich zurück. Oh Gott. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was zur Hölle ist das? Oh nein, nicht schon wieder der. Der war das. Oh Gott, weil ich den Schlüssel geklaut habe, ne? Moment! Du raubst jetzt auch noch Gräber aus. Als ob die Zerstörung der Umwelt nicht noch genug wäre. Oh, das Seevolk, sei leise! Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Seablue zu tun. Und mein John Watson Zorn. Erlebe meine umweltfreundliche Seablue Rüstung RX-93 um ihre Kraft. Oh nein, bitte nicht, lass mich. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, ist der dumm. Oh mein Gott, ist der blöd. Okay, jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Du bist eine Umweltkatastrophe. Und du wirst jetzt dafür bezahlen. Shit. John Watson. Keine noch so großen Worte können diesen dickschädigen Mister retten. Der Anzug sieht sehr robust aus. Keine Kugel wird ihn durchdringen. Okay. Das war ein Hinweis. Ah, er hat vielleicht seine eigenen Bomben, ne? Oh, die Granaten werden langsamer. Wenn ich sie nur auf ihn richten könnte. Gibt es etwas, was die Granaten ablenken kann? Uff, nicht einmal meine Rüstung kann die Feuerkraft meines Hyperblasters aufhalten. Das war ein netter Trick, aber jetzt ist Schluss damit. Oh Gott, Hilfe, lass mich. Oh Gott, Hilfe. Leave me alone. Okay, das bringt nichts. Okay, ach, muss ich ihn jetzt irgendwo dagegen
klatschen lassen, kann das sein? Ah, jetzt. Ave Maria. So, Rudi. Ja, bei uns regnet es auch schon die ganze Zeit. Das ist voll das verrückte Wetter. Ich habe das Gefühl, das war's mit dem Sommer. Komm, Kollege, nochmal eine Bombe. So, einmal schön in your face. Lass mich! Ist da eigentlich drin? Aha. Warum? Kann ich den damit hauen? Oh nein! Jetzt krieg ich voll aufs Maul. Oh Gott, du Schwein. Okay. So, reicht es auch mal, Kollege. Okay, 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 okay. Ich bin gleich tot. Beruhig dich mal, Brudi. Okay, ich muss mal abhauen hier. Der bringt mich sonst noch um. Oh Gott. Vor allem, weißt du, er zerstört einfach alles unten mit seiner Kackmaschine. Oh, shit. So, jetzt mal nochmal schön in your face. Hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Statt dass er sich einfach wegbewegt. Ach, verdammt. Oh, shit. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren hier. Also immer wenn er in die Mitte geht. Jetzt. So, yes. Oh nein. Ah! Boah, holy moly, was? Oh mein Gott, ich habe auch keine Heilung mehr. Bitte stirb einfach. So, du Schwein, lass mich in Ruhe. Oh, pff. Krieg ich bitte noch mal Heilung? Ja. Bitte stirb. Nein, er lebt immer noch. Mann, wie hart ist denn der? Hilfe. Nicht mehr viel Luft. Okay, ich gehe einfach runter zu dir. So, jetzt aber. Töte ihn. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Krieg ich eigentlich Luft die ganze Zeit? Irgendwie schon, ne? Gefühlt. Du Idiot! So, bitte jetzt, wie viel Bomben brauchst du noch? Mann, der stirbt einfach nicht. Er wird bei jedem Mal aggressiver. Und ich habe auch bald keine Luft mehr. Gott, Hilfe. Okay, bitte stirb. Boah, das gibt's doch nicht, Leute. Wie viel hält denn der aus? Also mal ernsthaft. Ich hab halt keinen Sauerstoff mehr. Es gibt doch keine neuen Muscheln hier irgendwo. Oh Gott, lass mich. Oh shit. Okay, also wenn er jetzt nicht stirbt, dann sieht's bitter aus. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Meine umweltfreundliche Siblu-Rüstung ist, ich kann dir nicht verzeihen, dass du die Natur zerstörst. Beobachte dich. Ja, ja. Also eigentlich müsste es ihn jetzt ja auch zerplatzen. Ne? Er muss doch irgendwie... Wie heißt es? Dekompensieren, komprimieren? Ach, du bist hartnäckig. Er trug eine Hightech-Taucherausrüstung. Soll ich es zu Copa bringen? Er könnte nützliche Teile darin finden. Ja. Dekompression, genau. Klar dürft ihr mit mir auf der Gamescom ein Foto machen. Ich bin auch gerade dabei, die Termine zu machen. Ich werde euch das nächste Woche in die Videos packen, damit ihr wisst, wann ich wo bin.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mich zu treffen, aber ich möchte euch auf jeden Fall einen festen Termin schon mal nennen können, wo wir uns sehen. Oh, du hast mir wirklich den Schlüssel zur Gletscherpassage gebracht. Zuwarm hat mir gesagt, dass er das Gebiet geräumt hat und der Schlüssel nun abgeholt werden kann. Aber ich nehme an, dass es dich einige Zeit gekostet hat. Ich wurde fast von fiesen Seeungeheuern gefressen. Sagst du etwa, du hast die Gaddons gesehen? Sie sind noch am Leben? Gaddons? Dies ist die dunkle Geschichte des Seevolks. Willst du es hören? Ich habe eine Kurzversion, eine Langversion. Welche willst du hören? Die kurze. Die Gaddons sind das korrupte Seevolk der Antike. Ist das ist alles? Kurz gesagt, ja. Willst du die längere Version hören? Ja. Ich verstehe. Gut, ich werde dir die Geschichte der Gaddons erzählen. Schon besser, wenn wir mehr wissen. Vor 800 Jahren befanden sich die Gaddons auf dem Höhepunkt ihrer Zivilisation. Unsere Vorfahren besaßen Geräte, die technologisch fortgeschrittener waren als die der Menschen in früheren Zeiten. Sie lebten in Frieden und Wohlstand und nutzten diese Technologien. Das war alles möglich dank der Frucht des göttlichen Baumes. Diese Früchte lieferten gerade genug Temperatur und Energie und sie hielten sehr lange. Die Früchte wachsen nur in der Tiefsee und sie waren wie ein Segen für unsere Vorfahren. Aber... es gibt immer solche, die von Gier geblendet sind. Dasche, einer der leitenden Techniker, wollte die Kräfte der Früchte nicht nur für banale Zwecke einsetzen. Er verarbeitete die Früchte heimlich und nutzte sie, um die Anatomie Seevolkbewohner zu verändern. Ah, er hat die Körper deiner Vorfahren verändert. Ja, am Anfang lief alles gut. Die modifizierten Menschen zeigten viel mehr Stärke als die normalen Seevolkbewohner. Aber Dasche gab sich nicht damit zufrieden, die Früchte zu modifizieren, sondern wollte noch weitergehen. Er wollte die Energie direkt aus den Früchten des göttlichen Baums gewinnen. Zu diesem Zweck begann er, die gewonnene Energie in ein uraltes Geschöpf namens Yavi zu leiten. Nun, ich verstehe nicht alles, aber es klingt auf jeden Fall gefährlich. Wusste König Long davon? Zu dieser Zeit war König Long damit beschäftigt, den Kontrollraum zu bauen, um eine ständige Versorgung mit Ressourcen aus dem Baum zu gewährleisten. Er war verwundert über die steigende Leistung der Arbeiter, hatte aber keine Ahnung, was los war. Dann, eines Tages. Die Körper derjenigen, die von der Energie des Baums durchdrungen wurden, begannen seltsame Veränderungen zu zeigen. Ihr Körper wurde blass und ihre Gliedmaßen verdrehten sich. Sie wurden so gewalttätig, dass sie begannen, andere Bewohner des Seevolks anzugreifen. Das sind also die Monster, denen ich vorhin begegnet bin. Zu unserem Glück hassen die Mutanten das Licht, sodass sie nicht in die Nähe des Dorfes kommen. König Long selbst ging in den Kontrollraum, fing die Gaddons und sperrte sie in die verlassene Höhle. Als König Long sie bekämpfte, erlitt er tödliche Wunden und starb später. Aber das war vor ca. 800 Jahren und ich wusste nicht einmal, dass die Gaddons noch am Leben sind. Das bedeutet vielleicht, einige von ihnen durchstreifen vielleicht noch immer die Gletscherpassage. Und du erwartest, dass ich dahin gehe? Ich flehe dich an. Das Seevolk ist durch seinen Lebensstil als Viehzüchter geschwächt worden. Im Moment bist du der Einzige, den wir kennen, der uns helfen kann, die Ursache für das Beben und den Temperaturanstieg des Gletschers zu finden. Bestimmt der Typ, der die alle freigelassen hat, der Forscher. Okay, in Ordnung. Danke, menschlicher Bruder. Oh, und nimm das. Es ist ein Geschenk für dich. Seevolk-Halskette. Trage sie und eine Riftia in der Tiefsee verschwindet wieder. Du weißt, diese komischen Würmer, die wie Stöcke aussehen. Ah, nice. Das wär's für jetzt. Du musst müde sein. Ruhe dich gut aus und komm morgen wieder. Ich werde Suwam sagen, dass er dich zum Eingang der Gletscherpassagen führen soll. Ah, dann gehen diese Lichter weg, weil ich so einen Glanz um mich rum hab. Dann, das brauche ich bestimmt für morgen. Okay, Leute. Let's go. Der finale Boss ist Ganondorf. Genau. Was machst du denn hier? Ich wohne leider in Hamburg und es sind 4 Stunden Fahrt. Kann man dich auch noch woanders treffen? Ja, wahrscheinlich sogar in Hamburg und zwar im Oktober. Da ist noch eine Messe. Aber ich sag euch dazu dann auch noch Bescheid. Ich werde mich schon sehen, die kleinen Stinkies. So schön, ey. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Auch diese Musik ist so angenehm einfach nur.
Okay, dann ist die Frage, ob wir wieder hochgehen oder ob wir noch ein bisschen was fischen. Ich glaube, ich habe genug. Ich habe ja nur die Tage, wo ich ohne euch gespielt habe, nur gefischt. Ganz viel Thunfisch habe ich mir geholt. Kiloweise. Oh, da hinten ist wieder Thunfischparty. Oh nein, das Erdbeben schon wieder. Oh mein Gott. Wow, ein starkes Erdbeben, so plötzlich. Die Erdbeben werden immer häufiger und stärker. Ich sollte mal nachsehen, ob Bansches Sushi in Ordnung ist. Puh. Schließe den Tag ab. Bestimmt alles kaputt jetzt. Oh, ich wollte nicht zur Farm. Kapitel 4, verlassene Höhle. Da ist noch ein bisschen Unkraut, das mache ich jetzt weg. So, genau dafür bin ich gekommen. Sushi. Vergiss Hawaii, das ist der echte Urlaub. Bansho, ich habe ein großes Erdbeben gespürt. Ist bei dir alles in Ordnung? Ich habe einige Maßnahmen gegen Erdbeben ergriffen, nachdem es das letzte Mal kollabiert ist. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange es eine Reihe starker Erdbeben standhalten wird. Sind alle okay? Dr. Bacon, ich kam gerade vorbei und wollte mich vergewissern, dass es dir gut geht. Nun, es scheint, als ob alles in Ordnung ist. Dave, was ist mit dem Seevolk los? Gibt es da irgendwelche Probleme? Die Hitze des Bodens lässt das Eis des Seevolksdorf langsam schmelzen. Und viele Seevolkbewohner sind deswegen krank geworden. Ich muss hinuntergehen, um die Ursache im Gletscherbereich zu finden, der eigentlich die Hitze abhalten soll. Aber es scheint dort unten unheimliche Monster zu geben und ich fühle mich nicht sicher. Das klingt nach Ärger, Dave. Den alten Aufzeichnungen zufolge ist das Seevolk sehr anfällig für Temperaturschwankungen. Du solltest so schnell wie möglich zum Gletscherbereich gehen und herausfinden, was dort passiert. Es wäre eine Ehre, sich für das Seevolk zu opfern, auch wenn das bedeutet, dass man erfriert. Wie bitte? Ganz egal. Darüber können wir uns morgen Gedanken machen. Heute schlemmen wir und haben eine lustige, glückliche Zeit. Geil, wie er einfach drauf scheißt. Okay. So, dann seht ihr hier Schafskopf-Sushi. Kann man das ein bisschen veredeln? Schafskopf, lustig, dass der so heißt. So, was geht hier? Kann man den veredeln? Yay. So, hier habt ihr, seht ihr ganz viel Thunfisch. 42, 54, nochmal ganz viel. Also ich habe mir ganz viel geholt. Jetzt gucke ich mal, Anzahl hinzugefügt. Wo sehe ich jetzt, wie viele Portionen ich daraus mache? Wenn ich jetzt auf einen Haifischkopf gehe, heißt es, dass ich ein Stück, fünf Stück habe ich. Und ich mache vier Portionen, oder wie? Woran sehe ich, wie viele Portionen ich zubereite? Wenn ich eine Haifischportion mache. Vier Stück. Ah, hier unten, ne? Hier mache ich vier. Das heißt, das ist eigentlich... Und hier mache ich fünf Stück. Dankeschön, Prado. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Ich mache jetzt mal diesen ganzen teuren... Hier mache ich wie viel? Da macht auf jeden Fall Autokochen Sinn. Macht da eigentlich auch veredeln Sinn? Ich weiß nicht. Ja, warum nicht? So, und das Veredeln macht auch Sinn. Das Veredeln macht auf jeden Fall auch Sinn. Nochmal veredeln. So, okay. Gut. Da jetzt mache ich, glaube ich, eine Portion. Okay. Und dann mache ich nämlich hier Autokochen hin, weil das macht Sinn. So, hinzufügen. Thunfisch, auch eine Portion, auch Autokochen, weil es nur eine Portion ist. Das auf jeden Fall auch eine Portion und dann Autokochen. Ja, und dann nochmal hier, das wird so nochmal auch eine Portion. Autokochen, so. Bei denen hier jetzt aber... Gucken, was noch gut Geld gibt. Ich will es richtig farmen heute. Auch ja. Und auch Auto kochen. So, heute gibt es nur Thunfisch-Stuff. Geil.
So, und dann machen wir noch ein paar andere Sachen hin, die auch noch ganz gut Geld geben. Die machen halt die Leute mega happy. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das ist auch immer eine Portion, also mache ich hier auch Autokochen hin. Ich hoffe, ich mache das richtig, aber es steht immer nur eins da. Und bei manchen mehr. Hier ist auch nur eins. Ich glaube, die Sushis sind immer eins, aber sowas wie zum Beispiel Haifischkopf sollte ich mir dann immer gut überlegen. Okay, ich glaube, mehr kann ich auch nicht machen. Deswegen würde ich sagen, kann ich noch irgendwas... Das sieht doch geil aus. Was ist das? Agar. Und Kugelfischhaut. Yes, erlernen. Forschen. Geil, ich hab da so Bock drauf, dieses Essen. Wundervoll. Okay, dann let's open the night und das mal richtig hier jetzt richtig abcashen. So, leider kann ich später auch mehr Leute einstellen, weil gerade geht's nicht. Okay, wieder ganz hinten. Ich hasse das, wenn die Leute so weit wegstehen. So, hier bitteschön. Erstklassiger Thunfisch. Und ich bin schon außer Atem. So. Wunderbar. Oh, wie viel Geld wir schon gemacht haben. Wir sind noch nicht mal angefangen hier. Ich liebe die Musik aus dem Restaurant. Die ist so cool. So, schneller, Leute. Da will jemand sein Bier. Warum macht es denn keiner, verdammt? Ja, perfekt. Oh, nur gut. Ist ja eine Beleidigung. Oh, shit. Oh, da wird einer unzufrieden, Leute. Bringt ihr schnell das Sushi, bitte. Oh Gott. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Wir verlieren sie. Ich komme nicht mehr hinterher, Leute. Ah, okay, ich muss sie wieder essen machen, ne? Verdammt. Mann, so viel zu tun. So, jetzt kocht er wieder. Okay, okay, wir haben schon genug. Super. So, hier bitteschön. Oh, da hinten. Oh Gott, die Leute werden ungeduldig. Leute, wir verlieren zu viel. Oh nein, ich habe zu lange wegen dem Wasabi gewartet, ne? Verdammt. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir was wegschmeißen. Aber nur ein Gericht, das ist okay. Mann, ich würde es einfach selber essen. Ich glaube, das war der umsatzstärkste Tag. Yes, look at this. Woohoo, party people. Bravo. Ha, der Wind ist nachts immer kühl und angenehm. Das nüchtert mich auf. Piep, piep, piep. Hm, der Radar des Seefolks hat etwas entdeckt. Aber das kommt nicht vom Wasser. Wie? Oh. Ich hab richtig Bock auf mehr, wenn ich das so höre. Das Rauschen. Ich empfange Signale aus dieser Höhle. Diese Höhle sieht nicht natürlich aus. Eine Untersuchung ist es wert. Muss ich da wieder rein? Trete die Höhle. Mit ihm? Ach witzig, jetzt spiele ich ihn. Gehe zum Signalpunkt der Höhle. Ja. Oh Gott. Ich glaube, da sind Prophezeiungen, oder? Meine Freunde, betrete die Höhle. Welche Überraschung! Ein Wandbild an so einem Ort. Nun, es ist ganz anders als die Wandbilder des Seevolks, die ich im Meer gesehen habe. Lass mich es genauer anschauen. Ein Bild vom Seevolk zusammen mit Menschen? Ist das wirklich passiert? Menschen, menschliche Kinder und Kinder des Seevolks, sie spielen miteinander, oder? Hm, das Seevolk gibt hier ein paar leuchtende Früchte an Menschen vielleicht. Oh, haben vielleicht die Menschen wieder Kacke gebaut? Hier gibt es eine Art Gerät. Ich glaube, ich habe einige dieser Buchstaben auf den Wandbildern gesehen. Ah, okay, lass mal kurz gucken. Das eine ist auf jeden Fall das hier. Das sehe ich hier ja noch. Das war das hier. Abbrechen. Das zweite ist dieses Schlangenartige. Und das ist das Häuschen. Okay. So. Und Häuschen.
Dass die Höhle noch keiner erkundet hat, die steht einfach offen. Nice. Keine gute Idee, das allein zu machen, Kollege. Hurra, die Tür ist offen. Es schaut dunkel und gruselig aus, aber ein waschechter Archäologe würde sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Schauen wir, was drin ist. Doch, ich würde bis morgen warten. Ich würde da nie allein reingehen. Vor allem, wenn niemand weiß, wo ich bin. Oh mein Gott. Oh oh, tot. Dieser Ort. Schau dir all diese Knochen und Folterwerkzeuge an. Ich muss zunächst das Wandbild auf der Rückseite untersuchen, um Hinweise zu finden. Die Menschen sind scheinbar zusammengebrochen, nachdem sie die Früchte gegessen hatten. Die Früchte sind also nicht essbar. Ii. Die Menschen haben das Seevolk gejagt. Scheinbar wurden viele von ihnen getötet. Das ist also, die Menschen konnten in Harmonie mit dem Seevolk leben, wenn es nicht zu kleinen Missverständnissen gekommen wäre. Wir sollten zunächst diese Artefakt für weitere Untersuchungen heranziehen. Ja, weil halt die Seeleute es gut gemeint haben und die Menschen sind dran gestorben. Dadurch dachten die Menschen, das haben die mit Absicht gemacht. Wow, das schaut nach einer Art Atemgerät aus. Vielleicht ein Seevolkgerät, das für Menschen gemacht ist. Oh oh. Hm, was ist dieser Lärm da draußen? Oh Gott, ich glaube, ich bin dead. Oh, ich habe das überlebt. Oh nein, die. Wer ist das? Warum ist der hier? Piraten, was tun die hier? Plündern? Zurück zum Boot. Wenn ich das schaffe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Was geht da richtig ab? Das ist unser Revier. Gib uns alles, was du da geholt hast. Sie werden uns nicht so einfach gehen lassen, wenn wir jetzt stoppen. Lass uns schnell weg hier. Gott, Hilfe. Untersuche die alte Höhle. Entfliehe den Piraten. Oh Gott, wie? Lass mich. Oh Gott, Hilfe. Attentiona. Ah, Hilfe. Ah, shit. Oh Gott. Das ist ein bisschen complicated hier, ne? Ah. Hau ab. Stein. Vielleicht krachen die ja mal dagegen. Natürlich nicht. Shit. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Katastrophe. Shit. Wo ist der Wal, wenn man ihn braucht? Die klingen wie Schweine. Ja, stimmt. So, gut. Die 2D-Menschen sind jetzt erstmal aufgehalten. Können die schwimmen? Ich hoffe nicht. So, immerhin schon mal kein Boot mehr jetzt. Yes, I did it. Uff, ich wäre fast umgekippt. Ich muss dieses Atemgerät des Seevolks genauer untersuchen. Njung. Entfliehe den Piraten. Auftrag abgeschlossen. Ja, witzig, dass man auch mal in die Rollen von anderen Leuten schlüpft. Freitag, 10. 21. Tag. VIP-Besuch. Stitcher. Tenzin sagte, ich sollte mit Suwam im Dorf sprechen. Ich sollte nachschauen, ob es irgendwelche Aufgaben für mich gibt und dann zum Seevolk gehen. Kapitel 5, zugefrorene Passage. Okay, ich will aber jetzt erstmal gucken, ob ich mir irgendwas leisten kann. Und das Amulett, ich habe doch irgendwas Neues, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich kann irgendwas pimpen. Oh, der ist schon Max. Den kann ich jetzt Max machen. Der ist Max. Okay. Dann die Luft oder die Frachtkiste. Oder was ist das hier, wenn ich das abpimpe? Oder meine Harpune. Ich würde tatsächlich es noch lassen und würde die Harpune dann nachher erst pimpen, tatsächlich. Gut, dann gehen wir jetzt runter zum Dorf. Meine Freunde. Rim. Oh, ich muss doch mein wunderschönes Kissen noch equippen. So. Meine Hörner. Yay. Achso, ich muss mit Suwam reden, einfach nur, gell?
Die machen halt auch gar nichts den ganzen Tag. So, sprich mit mir. Beeindruckend, du bist nicht weggelaufen. Ich, Suwan, werde dich persönlich leiten. Bleib immer in meiner Nähe. Ja, ja, ja. Ach, da hinten muss ich jetzt rein. Ach so. Das ist die Tür zur Gletscherpassage. Das ist einfach genau nebenan. Schauen wir mal, wo ist der Schlüssel, den ich gestern gefunden habe? Okay, wenn ich ihn hier jetzt erne... Achso, das habe ich gesagt, dachte schon. Oh! Ha, gut zu wissen, dass der Schlüssel keine Fälschung war. Oh, eine Sache noch. Man kann den mittleren Weg in der Gletscherpassage direkt nach unten nehmen. Aber er muss blockiert worden sein, um die Gardons an der Flucht zu hindern. Es sollte hier irgendwo eine Vorrichtung geben, die die Tür öffnet. Durchsuch die Gegend, Mensch. Ich werde anderswo gebraucht. Wir sehen uns dann. Stirb bloß nicht. Ey, dass ich das alles allein mache, ne? Ich würde mir einen ganzen Trupp an Menschen holen. So, muss der Schalter hier irgendwo sein oder drinnen? Zugefrorene Passage. Blobfisch. Ah, hier gibt's Blobfisch. Geil. Oh Gott, das ist sehr schrecklich mit dem TikTok und der Barbie. Wie Suwam sagte, der Weg ist versperrt. Ich sollte die Gegend nach einem anderen Weg suchen. Was ist das eigentlich für ein riesiges Wandbild da hinten? Das sagt vielleicht etwas über das Seevolk aus. Ich sollte ein Foto machen. Was? Warum? Wandbild in der Gletscherpassage, aber das passt doch. Warum auch immer. Okay, da hat es auf jeden Fall süße Fischis. Den will ich gern mitnehmen. Komm mal her. Ich habe ich noch nicht gehabt in meiner Sammlung. Das sieht ja richtig süß aus. Look at this handsome. Look at this handsome. Ein Pfauenkalmar. Oh. Was bist du? Erstmal so die Dinger reinjagen, um zu gucken, was die sind, die armen Dinger. Komm schon, du willst es doch auch. So, ein Gespensterfisch. Witzig. Okay. Ich habe den Barbie-Film tatsächlich noch nicht gesehen. Oh, da geht's auch lang. Ah, da geht's raus, ne? Ah, hier gibt's ja verschiedene... Neue Region, ja. Ah, hier muss ich den Schlüssel, den Ding finden, glaube ich. Ein Axolotl. Okay, das sieht aus wie ein Rätsel. Wow, diese Vorrichtungen sind überwältigend. In Videospielen berühren die Spieler dieses und jenes und herauszufinden, wie man sie bedienen soll. Ich versuche es mal. Weiß ich nicht so. Okay. Interesting. Das heißt, ich kann jetzt das wieder berühren. Und dadurch passieren Dinge. Bleibt mir nur das hier übrig. Okay, jetzt kann ich oben lang, aber das bringt mir irgendwie auch nichts. Glaube ich. Das heißt, ich muss das nochmal berühren. Wahrscheinlich gucken, dass alle oben sind. Dann muss ich das da hinten wahrscheinlich drücken. Da war eine Glas vor der Tür. War ein Glas vor der Tür. Ich glaube, ich muss schon hier lang. So, und da ist irgendwas. Was ist das? Oh Gott. Ah, dieser Ort ist ebenfalls voll von diesen Viechern. Ich sollte mich hinter den Statuen verstecken. Ich hasse es. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt weg? Ich glaube gar nicht. Ich muss jetzt ganz lang... Oh Mann, die hören ja alles. Sie sind ja voll anstrengend. Der Barbie-Film hat eine echt krasse Message. Oh shit. Gott, okay. Wenn ich mich hinter Steinen verstecke, können die mir nichts. Das ist gut. Oh Gott. Die sind echt scheiße, die Dinger. Ganz schön aufmerksam. Der Sack.
Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Ich muss auch ein Foto davon machen, glaube ich. Hier ist noch ein riesen Wandbild. Ich sollte ein Foto machen. Yes, let's go. Aktive Sonne abbrechen. Aber wo soll ich denn dann das Foto machen? Hier vorne oder wie? Oder ein bisschen zurück? Ah, okay, da muss ich ein bisschen zurück, so. Antiker göttlicher Baum muss noch mit drauf. Na gut. So, jetzt. Immer wenn es grün ist. So, let's go. Mir gefällt's. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Auch hier gibt es merkwürdige Vorrichtungen. Ich wette, ich kann es herausfinden, wenn ich ein bisschen herumtüftle. Okay, I see, I see. Dann lassen wir das mal so. Da ist schon wieder so ein Schwein. Oh nein. Aber Licht mögen die doch nicht, genau. Ah, also ich habe, als ich die Frucht des göttlichen Baumes traf, kam ein starkes Licht aus ihr heraus. Die Gardons hassen Licht. Ich sollte abhauen, bevor ich noch... Ah, nice. Okay, geilo. So, ciao, mein Freund. Bam. Jetzt ist der Moment, in dem das Arschloch noch reinkommen kann. Eigentlich sollte ich es vielleicht, wenn ich es noch einmal drehe, komme ich da noch mal rein? Ich glaube nicht. So. Ist es aber auch nicht korrekt. Ah, shit. Ich hätte jetzt nach unten gehen müssen, glaube ich. Jetzt ist es zu spät. Ich glaube, jetzt hätte ich gerade noch mal nach unten gehen müssen und dann noch mal drehen müssen. Verdammt. Aber so geht's auch. Okay, so geht's auch. Shit. Oh Gott. Ich mag die Musik. Die erinnert mich irgendwie an diese komischen kleinen... Wie heißen die nochmal? Gremlins. Von den Geräuschen her. Hm, das scheint der richtige Durchgang zu sein, aber die Tür ist zugefroren. Ah, das Eis ist nicht so dick. Vielleicht kann man das mit der Frucht des göttlichen... Ah, nice. Nehmen mal kurz hier noch ein bisschen Luft mit. Luft to go. So, und dann würde ich das gerne einmal hier dagegen... Oh, nice. Salut. Yes, Leute. Also, wenn die Tür auf dieser Seite offen bleibt, könnte ich direkt nach unten. Es muss etwas geben, das die Tür hier öffnet. Ah, okay. Hm, was, wenn ich diesen Seilrollding an diesen Seilrollding ziehe? Not sure about this. Okay, der geht wieder hoch. Oh yeah, jetzt bin ich hier. Nice. Okay. Gut. Jetzt kann ich direkt vom Eingang nach unten gehen. Weiter geht's dann in die nächste Ebene. Geil. So. Ein Foto. Sie ist zugefroren, lässt sie nicht öffnen. Ich muss etwas finden, um sie schmelzen zu lassen. Ich glaube, ich weiß schon was. Schmelze das Eis. Dann machen wir wieder ein Foto. Bam! Okay.
Ist einfach wie ein Jump'n'Run unter Wasser. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt so eine Kugel. Und mit der Kugel kann ich das dann aufschmelzen. Und dann gibt es wahrscheinlich den Badass-Boss, der alles zum Wackeln bringt. Nur mit der Among Us vorgestern gespielt. Das war leider nicht ich. Die Leute nennen sich einfach Gnu immer. Hier sind ähnliche Vorrichtungen. Ich glaube, es sollte genau wie beim letzten Mal funktionieren. Das ist ja das Blöde. Du kannst dich in Among Us ja einfach so nennen und dich als eine Person ausgeben. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß mit der Person. Okay, das heißt, ich muss jetzt das erstmal hier so rumschalten. Dann das oben aktivieren. Oh, schade. Ja, es tut mir leid, ich bin nur ehrlich zu euch. Ich war es nicht. So, dann muss ich die Kugel nehmen. Und das da oben aufschmelzen. Aber das ist ja so ein Penner. Warum kann ich das nicht nehmen, verdammt? Was ist denn das für eine Kacke? Diese Person auch gesehen, wusste aber, es war ein Fake, denn du warst live und hast dann Dave gespielt. Ja, das ist halt das, die Leute nehmen halt einfach dann die Namen. Gleiches gilt ja auch für Content. Ich finde es ja okay, wenn man aus Content, der besteht, neue Sachen macht. Aber es gab ja auch zu Among Us-Zeiten Leute, die haben ja, das muss man ja bedenken, wenn ich Videos von mir schneiden lasse, dann bezahle ich ja dafür Geld. Und es gab Leute, die haben einfach meinen Among Us-Content für sich genommen und haben den kostenlos hochgeladen, damit voll die Reichweite generiert. Wo ich mir denke, dafür mache ich es ja. Also ich mache ja gewisse Sachen, um... Achso, ich muss quasi draufballern, wenn der hierher kommt. Ich mach quasi ja gewisse Sachen, um damit ja dann auch irgendwie Geld zu verdienen. Und deswegen finde ich es dann immer schwer, wenn Leute einfach sich die Sachen nehmen, ohne zu fragen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es okay, wenn man sagt, hey, so ein Edit macht oder Leute was Kreatives draus machen, ist das für mich okay. Oder wenn man mal in irgendwelchen Best-of-Highlights Sachen von mir verwendet. Aber halt einfach nur stupide den gleichen Content hochladen, finde ich halt immer schwierig. Okay, dann nehmen wir mal die Kugel mit. Hier ist auch noch was zum Schmelzen. Okay. Was ist diese Vorrichtung da vorne? Es sieht so aus, als könnte es etwas halten. Ja, auf jeden Fall die Frucht reinlegen, Rudi. Was sind denn das für Geräusche hier? Diese kleinen Fische hier. Witzig. Ich mag die Musik auch, die ist sehr entspannend. Okay, der Fisch geht steil. Ah, der schmelzt es. Ah. Oh, die Wand wurde durch das Licht des Fruchtes, der Frucht des göttlichen Baumes geschmolzen. Ich sehe das Wandbild jetzt. Oh oh. Ah, nice, 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 nice. Sollte ich von dem Wandbild kein Foto machen? Oh, das Licht des göttlichen Baumes leuchtet direkt neben dem Eis. Vielleicht kann ich das Eis schmelzen, wenn ich den Winkel des Spiegels verändere. Okay, da hinten. Let's go. Oh, wenn ich den Stein da drüben noch raushole, aber ich habe im Moment kein Werkzeug, das ich benutzen könnte. Ich sollte zum Boot zurückkehren. Du hast deine Handschuhe, Brudi. Und warum mache ich von dem Wandbild kein Bild? Das stresst mich. Warum mache ich von dem Wandbild kein Bild? Ich höre dich nur, weil ich arbeiten muss. Könntest du also bitte jeden Schritt genau beschreiben, den du machst? Das wird schwierig. Au, au, oh mein Gott. Die Sau, den hole ich mir jetzt. So. So, komm her, Brudi. Mann! Jetzt lasse dich endlich töten!
Ganz schön schwere Vampir-Kalmar. Gruselig. Okay, das heißt, jetzt geht hier nichts mehr. Ich muss zurück zum Boot. Na gut. Let's go back to the boat. Dann hoch. Ja. Dann kriege ich wahrscheinlich nächsten Tag was Neues. Ich will aber gar nicht nach unten. Da kommen bestimmt nur schreckliche Dinge. Phasmo, sobald das Update da ist, ja. Ich muss sagen, da muss jetzt schon mal was Neues kommen, sonst ist es so ein bisschen öde. Ich liebe Phasmo, aber ich habe schon so viele Stunden in Phasmo reingejetet. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die viel mehr suchten, aber nach einer Weile fand ich das dann irgendwie ein bisschen eintönig. Deswegen, ich freue mich sehr auf das Update und hoffe, da kommt dann bald noch eine Menge Neues. Das fände ich schön. Ich glaube, viele Leute benutzen Streams als so eine Art Podcast und machen nebenbei Sachen. Du willst also den Stein herausholen, der in der Spalte steckt. Dann solltest du eine Brechstange benutzen. Oh, hast du eine? Naja, die Sache ist, ich habe eine bestellt, aber das Frachtschiff mit ihr ist gesunken. Vielleicht ist es auf dem Meeresboden zu finden, wo das Frachtschiff gesunken ist. Ah, wo der Riesenkalmar war. Das wird ein Kinderspiel, da der Kalmar weg ist. Gut, worauf wartest du doch? Nein. Oh, ich weiß, wo die stoppt. Ich kenn's. Ich weiß. Oh Gott, Leute, er hat's ernsthaft verschrien. Ihr wisst, was jetzt passiert. Da wird jetzt irgendwas Gruseliges drunter sein. Und ich kenne diese Brechstange, weil ich mir die schon ganz lange holen wollte. Und ich frage mich, warum er es nie getan hat, verdammt. Ich puzzle nebenbei. Süß. Es kommen ja 41 neue Items, die dann verschiedene Qualitätsstufen haben. Freue mich. Also da wird reingesuchtet, wenn die Lara dann keine Zeit hat. Du, das sag ich dir. Dann gibt's aber Tote. Die werde ich dann richtig nötigen. Ja, also ich rede gerade mit sehr vielen Gaming-YouTubern und irgendwie haben alle das gleiche Problem, dass halt sehr wenig gerade manchmal auf den Markt gibt und man halt umso mehr improvisieren muss, was man bringen kann. Nicht jeder will halt GTA und Minecraft irgendwie dann spielen und dass sich das gerade sehr, sehr schwierig ist, generell was zu finden. Und dass sich dann auch auf YouTube natürlich auswirkt. Deswegen, ich neben meinen Oh Gott, Hilfe! Holy moly, da klatscht der mich aber weg. Was soll denn das, mein Freund? Boah, ey, alter Schwede, ey. Boah, ich bin gleich tot. So eine blöde Sau aber auch. Ich muss mal abhauen, ich bin gleich tot. Ciao, ihr Schweine. Alter. Boah. Ist das mies. Ist das mies. War das knapp. Boah. Boah, die Hai-Rasse hab ich so oft gekillt. Gibt's den echt? So ein Hai, der kommt und klatscht dir erstmal links und rechts eine? Puh, jetzt bin ich aber ein bisschen entsetzt. Mon Dieu, kommen Sie her und lassen Sie sich aufschließen. So, das habe ich nämlich gebraucht, um irgendwas upgraden zu können damit. Es ist nicht gut, dass es jetzt so abgeht. Das Spiel ist so cute. Sagst du, nachdem ich vom Hai weggeklatscht worden bin? Oh, das heißt, da kommen jetzt noch mehr Gefahren. So leicht machen die mir das jetzt nämlich nicht, zu dem Boot zu kommen, glaube ich. Wo war denn das doofe Boot nochmal? War das nicht hier irgendwo? Shit. Oder war das noch weiter unten? Ich bin gerade irgendwie unsicher. Not sure about it. Wisst ihr, wie viel Metern das war? Hm.
ich glaube, es war noch weiter unten, oder? 120 Meter. Okay, dann muss ich noch weiter runter. Okay, let's go. Ich nehme mich mit. Ah ja, hast recht. Mann, lasst mich doch mal alle in Ruhe jetzt. Schon wieder so und ich klatsch dich weg, hi. Ich sag euch eins, da unten wird es noch irgendwas Ätzendes sein. Boah, der Hai, der mich weggeklatscht hat. Bin entsetzt. War das nicht hier oder? Oh nein, das war so klar, dass da jetzt noch irgendwas kommen muss. Da ist es doch. Was? Das war der Hai, der letztes Jahr jemand angegriffen hat. Oh, da ist die Brechtstange. Aber es ist unter Steinen begraben. Ich muss erst die Steine entfernen. No problem für mich. Hätte ich ja eigentlich schon längst machen können. So, jetzt. Take it, take it, take it, take it. So, dann hol sie dir. Muss ich die so weit wegpacken? Hä? Oder muss ich die von oben runterfallen lassen? Nö. Merch sind wir dran. Yes, definitiv. Wird mal wieder Zeit. Oh nein. Ups, sieht aus, als hätte ich eine Krabbenkolonie verärgert. Oh, die sehen wild aus. Ich muss mich um sie kümmern, um die Brechstange mitzunehmen. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Oh, shit. What? Wie kümmere ich mich denn um die Schweine? Ich muss eine Brechstange mitbringen. Es muss den Weg geben, die Krabben zu besiegen. Ach so, ich muss es hier machen. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die Steine. Ganz einfach. Aber abknallen bringt ja nichts. Nee. Ist halt dumm, wenn ich das hier nicht hochkriege. Okay. Vielleicht treffe ich ja was. Nee. Also hier lässt du mich ja aber auch nicht weg. Ich habe ja eigentlich auch nichts, womit ich die jetzt fertig machen kann. Rausziehen geht auch nicht. Ich glaube nicht, dass es mit der Harpune geht. Nee, Harpune bringt nichts. Messer glaube ich auch nicht. Na, keine Ahnung. Ach so, die Steine sind richtig, ist nur schwierig mit denen. Oh Gott, wie ätzend. Ah, okay, nice. Ich hab's gesehen. Okay, ist schon easy. So, ihr Arschlöcher. Oh Gott, ey. Kann ich bitte Heilung haben oder Essen von denen oder so? Ah, da liegt doch einer rum. Den nehme ich mir jetzt mit. Yes, let's go. Wo sind die anderen? Habe ich die eingesammelt? Puh, ey. So, let's go.
Gib mir die Brechstange! Yeah, got it. So, warum kommt sie mir bekannt vor? Was auch immer. Ich sollte zum Boot. Puh. Kann ich bitte noch mal kurz Heilung haben? Mir geht's nicht gut. Da vorne ist doch wieder so ein dummer Hai, habe ich gesehen. Nee, der ist jetzt schon wieder weg, weil ich gestorben bin. Hat sich einfach respawned. Oh nee, da ist er noch. Verdammt. Boah, sind da viele Arschlochfische. Ah, ich habe ja noch Luft, aber die nehme ich gerne trotzdem mit, die Penner. Ein Hammerhai. Ja! Was tun Hammerhai? Ach, der schläft jetzt. Cool, dann nehme ich den jetzt mit. So, ciao, mein Freund. Das wird leckeres drittklassisches Fleisch geben. Leg dich nicht mit dem Falschen an. Wie er da abtransportiert wird, wie es, wenn er irgendwie in der Disco Stress gemacht hat. Ja, hallo an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Die knödeln richtig. Ja, nix der Arme. Der hat es verdient. Der wurde jetzt abgeholt. Der wurde abtransportiert. Wie süß ich den angeschnallt habe, gell? Der wurde so richtig umgeschnallt und mitgenommen. So auf den Rücken geschnallt. Ah, den Scampi nehme ich mit. Mit Spinat und Bratkartoffeln. Ja, das sehe ich dich. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Prügelhai nicht schon wieder kommt. Wobei, den könnte ich ja theoretisch auch betäuben. Aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht kann ich den da oben betäuben. Boah, jetzt wurde ich erstmal angeschissen hier. Komm, schlaf. Schlaf. Rudi, schläfst du jetzt bitte mal? Okay, dann stirb. Schade. Ah, ich habe jetzt auch keine Drohne mehr, um den abzuholen. Ist trotzdem erstklassisches Fleischi. So, ich nehme noch alles mit, was mir jetzt bei 3 nicht auf dem Baum ist. Zack. Oh. Oh, shit. Weg war er. Hallo, schön, dass ihr da seid. Sogar zum ersten Mal teilweise. Süß. Guten Tag, guten Tag. Ja, schwerelos, ne? Wie die hier alle rumgeiern. Beautiful. Hm, gibt's hier noch irgendwas mitzunehmen? Dich nehme ich gerne nochmal mit. Ja, so ein Thunfisch wäre halt geil. Die Thunfische bringen halt echt viel. Vielleicht nehme ich noch mal ein paar Tunis mit. Und ein paar Spiegeleier. Oh, nice. Cool. Dann kann ich, glaube ich, tatsächlich einen Tuni mitnehmen. Da schwimmen sie doch rum, die Schweinchen. So, oh, so viele sogar. Oh, ich bin so ein Thunfischgeier. Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Bam! Oh yeah. Kommt schon, ihr wollt es doch auch. Die sind ganz schön aggro, die Schweine. Ich werde sie eliminieren. Ich würde den so gerne einsammeln. Nervt mich jetzt nicht. Muss mal kurz Heilung holen. Die bringen mich hier gerade dezent um. Aber die hole ich mir, weil die bringen echt richtig viel Geld. Und das brauchen wir. Für unser Restaurant. Ich hatte letztens so eine geile Waffe. Das war so eine Blitzwaffe und die hat eigentlich alles in ihrer Gegend nochmal umgebracht. Oh, die ist jetzt elektrisiert, ne? Das ist auch gut. Das war so geil. Was war denn das für eine Waffe? Kennt ihr die?
Money, Money, ich bin echt voll der Money-Geier gerade. Hey, komm, wie viel halten die denn aus? Ich hole mir gleich nochmal Muni sonst. Ich muss mir echt nochmal Muni holen jetzt. Die brauchen ja unfassbar viel. I need money or Munition. Da unten. So, jetzt geht's euch an den Kragen. Jetzt werdet ihr geschält. Wer behauptet, dass ich irgendwie fischgeil bin, der lügt. So, jetzt gibt's auf die Schnauze. Bang, bang, into your face. So, den schäle ich jetzt. Ganz genüsslich. So. Genau, das O2 ist quasi meine Gesundheit. So, den schäle ich jetzt auch. Versuche mich schon immer zu hitten, die Schweine. Die sind so passiv-aggressiv, sind wie die Schwaben. So. La 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 la. Nicht hinschauen, nicht hinschauen. So, sehr schön. Okay, jetzt kommt ihr dran, ihr Schweine. Bam. Und du auch. Bam. Boah, wie er extra eine Kurve nimmt, mich zu schlagen. Ey, sag mal, Kollege. Kommt jetzt. Ihr wollt es doch auch. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Mann! Verdammt! So. Den kann ich mir jetzt holen. Der blutet. So, und in ja. Face. So, so schwer ist es eigentlich, geht's einfacher. Es gibt so eine Bombe, die kannst du dir... Oh, ich bin voll. Es gibt so eine Bombe, die kannst du dir kaufen. Und dann kannst du quasi ein Netz auswerfen, wenn die reingehen. Und dann holst du diese Drohne und dann packen die alle mit. Also eigentlich dauert es nicht so lange wie jetzt bei mir gerade. Aber ich bin ein maximaler Geier. Deswegen ich die jetzt unbedingt alle haben wollte. So, immer noch nicht. Dann würde ich die noch rausschmeißen. So, let's go. Und dann nach oben. Oh ja, schön fett gefüllten Bauch. Toll. So, hoch mit mir. Noch ein paar Fischstips. Fischsticks. Fischstäbchen. So, ab zum Boot. Yes. Ach, das war eine schöne Ausbeute. Die armen Lachse richtig verprügelt. Oh, das ist genau die, die ich bestellt habe. Also, nimmst du sie mit zum Stein, steckst sie zwischen den Spalt und ziehst fest dran. Dann kannst du den Stein herausnehmen. Sehr gut. Damit kann ich dann den Spiegel bewegen. Ja, sehr gut. Wenn du schon hier bist, warum überprüfst du nicht mal deine Ausrüstung? Und vergiss nicht, bei Bancho Sushi vorbeizuschauen. Warum soll ich meine Ausrüstung überprüfen? Ach so, wahrscheinlich, weil ich... Wahrscheinlich, weil ich das einfügen kann, oder? Muss ich das hier einfügen? Oder habe ich die Waffe einfach? Die habe ich einfach. Muss übrigens die auswählen. Ich hatte die viel schlechtere ausgewählt. Oh Mensch. Okay, laden. Geht nicht. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Gibt es eigentlich hier noch irgendwas zu tun? Nee. Sushi! Ja, ja, das kommt auf YouTube. Auf YouTube. Hey, bist du fertig? Genau rechtzeitig. Setz dich, es dauert nicht lang. Yes! Maximale Konzentration für das perfekte Sushi für den Rapper. Ah, geil. Ich will's auch.
Yummy. Gimme. Gimme, gimme. Oh, sieht das geil aus, diese Platte. Oh. Eat it. Und dann machen Rap über unsere Sushi-Bar. Ja, das ist es, der Geschmack dieses Gemüsesushis erinnert mich an meine Jugendzeit. Dein Gemüsesushi ist perfekt. Was ist das Geheimnis? Ich habe es einfach richtig gewürzt. Für die Zutaten habe ich mir auch etwas Hilfe von meinem Bekannten geholt. Sohn, Papa, was? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer Gemüsesushi ist. Ich wusste nicht, dass du es bist. Ich habe gehört, dass Leute von jemandem sprachen, der mir ähnlich sieht. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Gemüsesushi zu bestellen. Es ist 8 Jahre her, dass du von zu Hause weggegangen bist. Seitdem hast du dich nie wieder bei uns gemeldet. Oh. Hallo, Papo. Ey, wenn du Pixelart liebst, wirst du dieses Game lieben. Die Animationen sind so geil in dem Game. Das ist eine lange Geschichte. Es gab einen Sturm und ich bin auf eine ungewohnte Insel schiffbrüchig geworden. Da waren nur Bäume und das Meer und ich habe hart gearbeitet, um Essen und Wasser zu finden. Und manchmal jagte ich wilde Tiere mit einer Harpunenkanone und grillte sie. Verbrachte ich einige Jahre auf dieser Insel, bis ich gerettet wurde und mich hier niederlassen konnte. Was eine Geschichte. Ich wollte nach Hause kommen, nachdem ich mir hier ein stabiles Leben aufgebaut habe. Aber es hat so lange gedauert und die Zeit verfliegt. Es tut mir so leid, mein Junge. Die Leute im Dorf denken, dass du uns im Stich gelassen hast, Papa. Meine Freunde mitleiden mich und einige machten sich über mich lustig. Ich begann, Musik zu schreiben und Lieder zu singen, um Stress abzubauen und wurde Rapper. Mein Sohn ist auch ohne mich zu einem so guten Menschen herangewachsen. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Zuerst habe ich dir die Schuld gegeben, aber die Musik hat mich geheilt. Oh, wenn du schon den ganzen Weg hierher gekommen bist, warum bleibst du auch nicht auf meinem Hof? Natürlich, wie früher. Jetzt, wo du erwachsen bist, können wir zusammen ein Bier trinken. Geil. Das ist dein Vater nach 8 Jahren, jetzt erstmal saufen. Na. Hm, was für ein Plot-Twist. Der Rapper war der Sohn von Otto. Beide haben etwas gemein. Beide sind sehr prächtig, gesprächig. Recht hast du. Das ist doch gut. Bunch of Sushi hat ihnen geholfen, wieder zusammenzukommen. Die beiden haben sich sicher viel zu sagen. Ich hoffe, sie können ihre Missverständnisse aufräumen. Yeah, das gab viel Likes. Let's go. Badam. Badam. Bum, bam. So, ich brauche mal hier im Service ein bisschen Hilfe. Der ist richtig schlecht im Service. Den hätte ich lieber fürs Kochen einsetzen sollen. Aber der muss mal ein bisschen trainen. Der ist so schlecht im Service. Der ist mir gar keine Hilfe. Vielleicht kann ich sie dann dafür noch pimpen. Ja, aber ordentlich. Let's go. Das ist mir wert. Und vielleicht sie noch im Kochen. Yes. Und ihn auch noch. Let's go. Mal ein bisschen was in die Mitarbeiter investieren hier. So, er ist halt im Service absolut schlecht. Den hätte ich eigentlich... Kann ich den eigentlich tauschen? Der ist nicht so gut. Ne, die sind beide schlecht. Scheiße. Naja. James der Mörder einfach. Yes. Bessere jetzt seine Bewertung. Ah ja, genau. So, erstmal durchliken hier. Rangaufstieg. Belohnung. Kann immer noch nicht. Okay, so, dann gucken wir mal, ob ich hier noch was Neues erlernen kann. Kann ich nicht. Dann machen wir mal die Menüs ready. Boah, das bringt halt richtig viel. Da würde ich fast hier tatsächlich sagen, das kann ich aber auch autokochen, ne? Weil das ist ja tatsächlich immer nur eine Zutat. Dann den veredeln, bringt das was? Nee, eigentlich nicht viel. Den veredeln bringt auf jeden Fall was. Yes. Sollen wir den nochmal veredeln? Auf jeden Fall. Der Hammerhai, der drückt ganz schön viel ab hier. So, und dann kann ich den nämlich... Der gibt nämlich, glaube ich, 4 Portionen, oder? Ist es immer nur eins? Auch nur eins. Autokochen. Ich teste jetzt mal kurz, ob ich das Prinzip überhaupt richtig verstanden habe. Nehme ich jetzt den hier drauf. Ja, es sind 5 im Stück gegrillt. Okay, der macht 5 Portionen davon. So, das kann man das auch nochmal drauf. Boah, das kann ich nochmal verbessern. Oder das.
Ja, auf jeden Fall nochmal veredeln. Und den auch. So, dann haben wir davon echt genug. Den auch. Dann packe ich den auch mal drauf, auch auf Autokochen. Und dann das hier kann man auch nochmal veredeln. Und dann packe ich den drauf. Autokochen. Den auch. Autokochen. Autokochen hört sich so lustig an. Den machen wir auch drauf. Auch nochmal Autokochen. Und gibt es noch sonst irgendein krasses Rezept, was richtig viel abdrückt? Mehr als das hier. 200. Haben wir irgendwo noch was, was mehr gibt? Ich glaube nicht. Dann packen wir den drauf. Autokochen. Ja, Thunfisch bringt am meisten, Leute. Let's go. So, ich hoffe, mein Team ist ready. Ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn das Wasabi hier leer ist. Okay, gut. Erste Bestellung kommt rein. Okay, okay. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Ist wieder so weit. Wasabi kann ich eigentlich gleich nochmal nachfüllen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh Gott, die sind immer ganz hinten. Ich hasse es. Ja, ja, die werden schon nervös jetzt. Okay, Wasabi muss nachgeholt werden. Moment. So. Ja, yeah, ja, yeah, passt, passt. Okay, so. Ich komme, ich komme. Essen, essen. Stress, Stress, Stress. So, hier nochmal. Ich habe so Bock auf Sushi, wenn ich das sehe. Das sieht so gut aus. So, jetzt haben wir richtig Cash gemacht hier. Look at this. Ich glaube, das war's jetzt auch. Geil. Kein einziger unzufriedener Kunde, Leute. Yummy Thunfisch. Gerade erst im Stream beigetreten und sehe direkt essen. Jetzt bin ich hungrig. Es tut mir leid. Das ist nicht schlecht, oder? Gut, gut, lecker. Hm, ich hätte mir noch mehr erwünscht. So, ich glaube, das war der umsatzstärkste Tag, oder? Ja, noch besser als der davor. Geil. Look at this. Burn. Ich, die kein Sushi mag. Gar nicht? Auch nicht so richtig Gutes? Was bringt's eigentlich, wenn ich die Katze fütter? Warte, kann ich einen Moment mit dir reden? Oh, du bist der Journalist von neulich. Wie kann ich dir helfen? Dank dir hat mir mein Chef ein neues Projekt anvertraut. Bin sicher, da steht eine Beförderung an. Aber egal. Aber sag mir, mein Herr, hast du im riesenblauen Loch diesen extrem neuartigen Fisch gesehen? Es gibt viele Fische in dieser Gegend. Ich meine, besonders merkwürdige Fische, solche, die noch nie jemand entdeckt hat. Unser Magazin hat eine Geheimwaffe, der Fischradar. Und er sagt uns, dass dieses blaue Loch eine Fundgrube voller unentdeckter Arten ist. Wir Fisch der Woche planen für die nächsten Monate eine Sonderserie, um diesen wundervollen neuen Fische hervorzustellen. Wir nennen es Projekt Fangt sie alle. Wir können die Fische unter der Woche erforschen und wenn du an den Wochenenden Exemplare für uns fangen könntest, werden sie im Spezial vorgestellt. Dass wir jeden Montag unter Fisch der Woche veröffentlichen. Ich? Sie fangen? Na, du bist ja so ziemlich der einzige Taucher in der Gegend, oder? Ich verstehe deine Logik nicht ganz. Auf jeden Fall, da wir die Ausgabe bis Montag fertig haben müssen, musst du die Fische bis spätestens Sonntagabend fangen. Aber das ist doch schon morgen, das ist zu plötzlich. Na, dann kommen wir zur Sache. Der Fisch, den wir diese Woche mit unserem Radar entdeckt haben, ist der Beulenkopf-Papageifisch. Hm, ein Beulenkopf-Papageifisch? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Standort ist in der Nähe des Bootswracks. Das ist, was ich erkenne. Oh ja, hier, ich gebe dir den Fischtracker. Oh, wunder dich nicht. Rate mal, wer dieses Gerät alles kann. Es ermöglicht dir, alle Informationen über Fische zu sehen, sogar während du im Wasser tauchst. Du kannst deine Fische der besten Klasse sehen. Oh, und viele Fische. Nice, wie viele Fische du in deinem Restaurant und in deiner Fischfarm hast. Und vieles mehr. Stimmt das? Wie ist das möglich, wenn ich mein Gerät noch nicht verknüpft habe? Ah, du hast ja gar keine Ahnung. Naja, dann viel Glück. Bis Sonntag. Oh, das kommt plötzlich, aber Arbeit für ein Magazin? Da fällt mir ein, ich habe das Bootswrack im Vorbeigehen gesehen. Okay. Hier, im riesenblauen Loch erschienen manchmal seltsame Kreaturen. Der Fischtracker. Ab sofort kannst du Fischtracker unter Wasser mit
Nutzt dieses Gerät, um die Anzahl der Zutaten aus der Fischfarm und dem Sushi-Restaurant zu zählen. Und überprüfe die Klasse der gefangenen Fische, während noch im Wasser sind. Okay. Hallo Dave, hast du gut geschlafen? Ja, hast du dich schon lange gestern mit Sammy unterhalten? Natürlich, wir hatten uns vorgestern so lange nicht gesehen, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Übrigens, ich will dir etwas zeigen, komm zur Farm. Hallo Kaiser, grüße dich. Okay, Gießkanne. Ah, der arbeitet jetzt auch. Hühner? Was ist mit deiner Kleidung passiert? Hey, yo, ich habe gestern mit meinem Papst gesprochen und wurde ganz sentimental. Verstehst du, was ich sagen will? Ich bin Rapper geworden, weil ich Musik liebe. Aber ich habe das Promi-Leben satt. Ich glaube, wir könnten damit kochen. Ich gebe es dir, wenn du hier bist. Bring sie zum Kochen. Du hörst also auch mit der Musik? Nein, nein, ich bleibe hier und genieße das Landleben und die Natur, während ich die neuen Songs schreibe. Heutzutage kann man neue Songs einfach im Internet veröffentlichen. Aber hey, was hat es mit dem Huhn auf sich zu tun? Ich habe mit meinen Nachbarn ein paar neue Nachbarn geteilt und habe im Gegenzug dieses Huhn bekommen. Ich wollte damit ein leckeres Brathähnchen machen, aber mein Sohn wollte ein paar Eier legen lassen. Und er hat über die Nacht eine Hühnerfarm gebaut. Yo, ich habe mich vom Rhythmus des Hammers inspirieren lassen. Mir wird ganz warm ums Herz. Apropos Huhn, von nun an werde ich dir Eier auf der Farm anbieten. Eier? Ich kann dir nicht mehr als ein Ei geben, weil es nur einen Huhn gibt. Wenn du mehr Hühner willst, frag Sammy. Denk dran, nur ein Ei pro Huhn am Tag, nicht mehr. Eier sind in zwei Klassen eingeteilt, A und B. Gute Hühner legen gute Eier. Ich bleibe hier mit meinem Papst. Eier, Bantes Speierkasse wird sicherlich ausgeweitet werden. Okay, dann gehen wir da mal hin. Oh, da hat schon mein Stuff. Nein, das ist schlecht geworden, oder? Shit. Damn, ich hab's nicht geholt, Leute. Okay, der Reis ist auch fertig. Mehr Reis, mehr Reis. Umso mehr fertige Gerichte neben Sushi man nämlich anbietet, die geben nämlich am meisten Geld, umso besser ist es. So. Gucken, ob ich mir ein Ei holen kann. Ernte abgeschlossen. So, Homie. Laden. Boah, die sind ja voll teuer. Nee, mir reicht erstmal eins. Muss mich erstmal um mein Body kümmern, meine Ausrüstung. So. Der Merchandise-Shop? Nee, leider noch nicht. Also ich bin jetzt gerade dabei, mir Inspiration zu suchen und dann wird es direkt umgesetzt. Also ich denke, für den Winter auf jeden Fall kriegen wir hin. So, hier bitteschön. Was bringt es, wenn ich die Katze fütter? So, verbessere jetzt deine Bewertung. Schau mal in deine Cookstar-App. Kann ich hier nicht. Gucken wir nochmal die Cookstar-App. Wie packe ich denn die Bewertung hoch? Mein Sommer? Oh, ich hatte nicht viel vom Sommer. Es hört sich voll traurig an, aber that's it. Ich hatte nicht viel vom Sommer. Tatsächlich. Belohnungen? Meine Seite. So, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall will ich eine bessere Harpune. Yes. So, Max Level. Geil. Mehr kann ich mir gerade eh nicht leisten. Okay, und was geht hier? Kann ich jetzt diese Schlafwaffe kann ich doch jetzt pimpen. Nee, da fehlt der violette Stern. Irgendwas konnte ich doch pimpen. Die Giftwaffe ist halt auch geil. Hm, hier, Betäubung. Und macht Schaden. Boah, das ist geil. Und hier mit Blitz. Da brauche ich einen Tentakel noch. Aber die ist doch gut, oder? Die macht dann aber nicht so viel Schaden mehr. Die macht viel. Hier, die will ich. Betäubung. Weil Gift ist nicht so gut, aber Betäubung und Schaden, das ist doch episch, oder? Sehe ich das falsch? Irgendwie sind die Sommerfolgen an mir vorbeigezogen, an mir auch. Australien will ich unbedingt nochmal gehen. Also ich würde die jetzt herstellen. Ich glaube, die sieht doch gut aus. Es ist dumm. Oh, geil.
Yes, ich glaube, die ist gut. So, und dann tun wir die direkt mal upgraden. Aber ich hätte gern die mit Strom, die wäre noch geiler. Ja, die habe ich jetzt. Boah, die ist gut. Okay, dann gehörnter Fisch. Ich würde jetzt erstmal in die Gletscherspalte gehen und danach machen wir den Fisch. Weil mir wurde auch empfohlen, erstmal zu sagen, ein Tag Mission, anderer Tag Fischen, sonst wird das alles nichts. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Bim, 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 bim. Mann, ist das schön. Ich will auch wieder tauchen gehen und schnorcheln. Mit Henno nehme ich morgen auf. Tatsächlich. Auf Gletscher? Nee. Aber ich entdecke gerade ein bisschen das Bergsteigen für mich. Aber vor Klettern habe ich extreme Angst. Deswegen wird das wohl nichts mit Gletscher. Ich habe da voll den Respekt vor. Ich sollte den Felsen mit der Brechstange hervor. Ja, das machst du jetzt. Deshalb, ob ich den Stein nicht hätte nehmen können, ne? Den hätte ich halt 100 Pro auch einfach wegnehmen können. Aber der steckt wahrscheinlich drin. Bam. Wuhu. Will ich da rein? Ich glaube nicht. Wollen meine Sadistenknus da rein? Ich glaube schon. Oh, nebenbei ist es echt kalt. Ich würde für so eine heiße Schüssel miese Suppe von Bunch töten. Oh. Jetzt gucken wir mal, wie schnell wir die Dinger hier einsacken können mit unserer neuen. Gar nicht mal so schnell. Kann ich die Harpune nicht mehr irgendwie verstärken? Ich brauche immer noch voll viel Anläufe, um den Sack hier einzusammeln. Kann man die Harpune irgendwie verstärken? Ran an den Lachs. Oh, oh, oh Gott, ich hasse die Dinger so sehr. Du bist direkt mal begrüßt hier. Ganz schön viel Energie hat der Sack. Puh, kommst du rein, wirst direkt mal fertig gemacht. Oh, das ist eine Sackgasse. Ich bin fast da. Ich sollte mich erst umschauen. Foto. Es ist kalt hier und auf dem Objektiv hat sich Frost angesammelt. Ich muss zuerst die Linse säubern. Oh, süß. Oh, es ist nett. Oh, Maisch ist nett. Okay, da steigt doch irgendwas empor. Ich hätte gern diesen süßen, unfassbar lieb aussehenden Kalmar. Sieht aus wie so ein Geist von Mumins. Komm her, du kleiner Schlawiner. Ein Dumbo-Kaktus, Oktopus. Was bist du? Sorry, ich muss die einfach mal alle eliminieren, einfach weil ich wissen will, was die sind. Ganz schön hartnäckig, der Brudi. Jetzt ist er weg. Okay, jetzt muss ich das hier irgendwie mal anmachen. Ah, da ist er doch. Hey, ist er doch nicht so schüchtern. Jetzt ist er wieder weg. Gehen wir da mal lang. Irgendwie das Gefühl, dass da unten so ein Endboss lauert. Der Dumbo-Kaktus aus der Tiefe. Der Pulli? Echt? Fällt er euch? Oh je. Ah, die Eiswand versperrt den Weg. Ich denke, ich kann nicht. Ich kann es mit der Frucht des göttlichen Baumes schmelzen. Aber wo ist denn die? Hm. Ah, da. Sieht campy aus. Ist er auch voll. Das ist richtig campy. Richtig campy. So, dann wird er das da jetzt hinpacken und dann muss ich diese Strahlen wahrscheinlich activaten. Okay, so hoch ballert es also. Aha.
Oh. Ah. Genial, die Eiswand ist geschmolzen. Rein geht's. Oh, ah. Ich habe den von... Also, ich habe den nicht gekauft. Ich habe den bekommen. Durch einen Dreh und ich durfte den behalten. Hier ist wieder ein riesiges Wandbild. Aber das andere Wandbild haben wir nicht fotografiert. Das nervt mich richtig. Aber wenn euch das gefällt, kann ich bestimmt gucken, dass wir so einen ähnlichen Pulli hinkriegen. Achso, ich muss wieder das hier frei rubbeln. Katsching. So. Ich hätte trotzdem gern einen von denen. Auch wenn es extrem anstrengend ist, weil die sich die ganze Zeit verpieseln so weit. Oder wie der ist einfach AFK. Der macht gar nichts. Den juckt es gar nicht. Kann ich den überhaupt einsammeln? Ah, ich dachte doch. So, hätte mich ja auch gewundert. Der Blobfisch! Es ist ein Blobfisch! Wuhu! Oh, jetzt müssen wir da ganz nach unten. Oh Gott, I don't like diese. Hm, die Spiegel hier sind nicht gut ausgerichtet. Kann man sie anders ausrichten? Ja, das haben wir doch vorhin schon bemerkt, dass es geht. Wir brauchen wieder eine Kügel. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Blobfisch. Das würde ich allerdings nicht nach der Geburt hören wollen. Treffen könnt ihr mich auf der Gamescom, Leute. Und bitte lest, was die Mods euch zu sagen haben. Das ist sehr wichtig. Very essential. Ihr müsst bedenken, die Mods sind eure Freunde. Nicht eure Feinde. Okay. Okay, da ist bestimmt hier doch irgendwo was. Hm, ach, kann ich das irgendwie hochschieben vielleicht? Ah. So, so. Ach, da oben ist auch noch was. Oh Gott. Dann muss das jetzt daran geschoben werden. So. Interessant, dass der Strahl so heiß ist, dass es sofort schmilzt. Schön, dass ihr alle da seid. Auch die, die zum ersten Mal da sind. Hello. Und oben kann ich bestimmt in der Kugel gleich dann aufschmelzen. Da ist wieder sowas. Was ist das eigentlich? Wofür sind diese Statuen hier eigentlich? So, das müssen wir wieder aufschmelzen hier. Das hier oben bringt nichts. So, das heißt, das ist jetzt hier. Die kann man bestimmt auch nochmal drehen. Und zwar in die andere Richtung. Ich bin so voll in so ein Zelda-Dings hier drin gerade irgendwie. Ist wie ein Zelda. So, und dann machen wir das nämlich nach hinten. Der göttliche Baum versorgt quasi die... Wenn ich jetzt hindurchgehe, sollte ich die Tür zum Gletscherraum finden. Puh, hier ist wirklich kalt. Ich könnte jetzt eine Tasse Tee brauchen. Genau, es ist im Prinzip die... sorgt dafür, dass die Dorf- und Seebewohner gesund bleiben und ernährt die quasi. Der tödliche Baum ist gleich Deko-Tree. Ich hoffe nicht.
Oh je, Leute, I don't have a good feeling. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Genau, nachdem ich diese Frucht getroffen habe, hat sie angefangen zu leuchten. Ich sollte sie benutzen. Oh nein. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist so typisch das, was in Subnautica so gut funktioniert. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Ist doch der Typ. Der macht die Erdbeben. Oh mein Gott. No. Was ist das? Dieser Gardon ist gigantisch und ist doch unwirklich. Oh, zum Glück ist er angekettet. Ich kann aus der Strömung entkommen. Ich glaube, das schreit nach dem Bossfight, von dem wir gerade kurz entkommen sind und der gleich wiederkommen wird. I got a feeling. Puh, dieses Ding sollte aufgrund seiner Größe nicht entkommen können. Jetzt müssen wir bloß mit dieser Strömung herauskommen. Oh Gott, es war so klar. Giant Gardon, oh mein Gott. That tonight's gonna be a bad night. Nein, unmöglich. Wir werden sterben, wenn wir erwischt werden. Wir müssen davon laufen. Was heißt wir? Du. That tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good, good night. Oh Gott, Hilfe. Ich würde mir so einscheißen. Oh Gott, auch scheißen. Genau deswegen. Oh, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Das ist ja furchtbar. Oh, gut, dass meine Luft nicht ausgeht. Hey, verdammt! Konnte der mich jetzt grabben? Oh, was? Konnte er mich grabben? Ich bin doch abgehauen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Genau, der tut nichts. Hallo? Dankeschön. Was muss ich tun, wenn der nach mir grabt? Wenn ich nach oben gehe, hat der mich ja trotzdem... Du musst nach oben ausweichen. Mach ich ja. Ah, okay. Dann bleibe ich doch eigentlich die ganze Zeit nur oben. Es geht nicht wegen den Gletschern, ne? Genau deswegen nämlich nicht. Furchtbar, furchtbar. Es ist so furchtbar. Lass mich doch in Ruhe. Du dumme Kuh. Oh, jetzt fängt das noch an. Jo, super. Super. Super Trooper. Let's go find me. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss auf so viel achten. Oh Gott. Wie lang ist denn dieser Kackflur? Irgendwie scheint nichts zu stimmen. Ich glaube, da kommt gleich ein Angriff. Was mache ich nur? Oh, warte, da ist die Frucht des Gottes. Licht ist verhasst, wenn wir also treffen. Okay, was heißt denn wir die ganze Zeit? Oh. Oh Gott, nein, ich habe es nicht geschafft. Shit. Wie hätte ich denn das machen sollen? Scheiße. Ich mache ein bisschen leiser. Für ein Pixelspiel ist die Grafik echt gut, finde ich auch. Mega nice sogar. Okay, gut. Wir sind wieder hier. Nice. Muss ich erstmal gucken, wie ich das hier treffe. Weil irgendwie wirkt es komisch. Ah, jetzt. Bam. Nice. Okay, jetzt muss ich also immer gucken, dass ich diese Lichter hier finde. Shit. Kommt das schon gleich wieder und holt mich auf. Oh nein. Sackgasse. Eine Sackgasse, es gibt keinen Ausweg, meine Güte. Oh Gott. Ist aber richtig geil gemacht, ne? Die Mischung aus 3D und irgendwie doch verpixelt. Puh, das war knapp. Er ist wohl ohnmächtig geworden. Dann noch tiefer rein, super Idee. Nach dem Treffer von vorhin hat sich der Weg geöffnet. Let's go. Laufen wir davon, schwimmen wir davon. Boah, Stress. Oh nein, bitte nicht nochmal. Leave me alone. Nein.
Nein. Lass mich. Ist sie schon wach? Was für eine widerliche Kreatur. Oh Gott, Hilfe. Was kommt jetzt auf mich zu? Leave me alone. Leave me alone. Oh shit. Aua. Wieso wachsen die jetzt so seitlich, die Dinger? Ist das überhaupt logisch? Eigentlich nicht, ne? Oh shit. Aua, it hurts. It hurts, my friends. Oh Gott, Hilfe. Ich würde das nicht können. Also, panisch davonrennen. Furchtbar. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Ich kann nichts mehr sehen. Es ist so anstrengend. Da! Ah! Lass mich! Let me go! Gott, ey, Stress. Jetzt ist offiziell ein Horror-Game. Hab ich die Kreatur abgehängt? Was ist das für eine Vibration? Die kommt jetzt von oben runter. Hast du noch nie was von... Oh, shit. Okay, der lebt immer noch. Oh, Gott. Ich sollte nicht unvorsichtig sein. Die Strömung fließt wieder nach rechts. Da sollte ein Weg nach draußen sein. Laufen wir davon, bevor sie erwacht. Oh Gott. Laufen. Bitte lass mich einfach nur entkommen. Ich habe nichts getan. Boah, jetzt baller ich hier halt die ganze Zeit dagegen. Ich habe schon fast keine Energy mehr, ne? Leute, look at that energy. That energy is awful. Hier gibt's auch nichts zum Heilen. Oh Gott, Hilfe, was soll denn das? Shit. Oh, fuck. Au. Ah. Ich möchte nur mal andeuten, dass die Kreatur hier auch überall vorbei muss. Ich finde, das sollte der auch Schaden machen. Ja. Licht. Licht. Los. Schnell rein da. Rein da. Ah. Ah. Oh Gott. Geil gemacht, aber muss ich sagen. Puh, ey. Oh. Da ist das nächste Outlast Trials. Oh Gott, jetzt hole ich den ja mit in... Oh ja, ich bin entkommen. Ich muss den Eingang versperren. Gut, wenn ich jetzt diesen Steinhaufen anstoße. Ja, let's go. So nett, dass du mir deine schlauen Gedanken mitteilst. Okay, let's go. Warum tust du denn nichts? Ah, jetzt. Bam! Als ob der da nicht durchkommt. Oh, mich hat jemand gerettet. Bestimmt der... Das ist bestimmt der, verschollen gegangene. Ah, nee, was? Der hat ja endlich mal was gemacht für sein Ding. Na gut. Dann war das doch der... Dieser, Wissenschaftler. War dann wohl doch der große Suwam. Menschen sind nicht so vertrauenswürdig. Dich hätten die Tiefseefische schon längst gefressen, wenn ich nicht für dich da gewesen wäre. Diesmal gebe ich es zu. Danke, Suwam. Hahaha. Nun, wie versprochen, geh und finde heraus, was mit im Gletscherbereich passiert ist, Mensch. Boah, ich dachte nicht, dass es hier so kalt ist. Ich werde erfrieren, wenn ich weiter runtergehe. Oh, du hilfloser Mensch. Du hast also keine Ausrüstung oder Kleidung, um dich vor der Kälte zu schützen? Naja, ich muss erst zu Kobra zurückkehren und ihn fragen. Vielleicht hat er etwas, das mich vor der Kälte schützt. Dann haben wir also keine andere Wahl. Gehen wir zurück ins Dorf. Siehst du den Riesenspiegel da hinten? Aktiviere ihn erneut und du wirst ins Dorf zurückkommen. Du ziehst den rechten Hebel. Ich werde den linken ziehen. Geil. Können wir jetzt da immer wieder hier hin spawnen. Was tust du da? Greif den Hebel! Warum ist die Musik noch so bedrohlich? Ist der Dude noch am Leben? Ich glaube nicht. So, wo Schatten ist, da ist auch Licht. Das hast du schön gesagt. Alles klar, auf mein Signal ziehen wir gleichzeitig diese Hebel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Oh. Jetzt können wir direkt vom Dorf aus hierher kommen. Geh zurück ins Dorf und finde einen Weg, die Kälte zu überstehen, Mensch. Menschen sind so zerbrechlich. Dein Schwanz zittert schon seit einiger Zeit. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Wovon redest du? Du irrst dich eindeutig, Mensch. Gehen wir erst einmal zurück ins Dorf. Hachi. Igitt, ich glaube, ich habe Krill in meiner Nase. Naja. Ja. Wo sind die Leute im Chat, die dazu jetzt was sagen?
Oh, du bist hier. Wie war der Gletscherbereich? Ach, es war ein riesen Gabon in der Passage. Der Gletscherbereich ist zu kalt für mich, um ihn zu erkunden. Ich brauche etwas... Also, ich habe nichts in der Nase. Mit deinem leichten Tauchanzug bist du für die Erkundung des Bereichs sicher schlecht ausgerüstet. Unsere Leute tragen Kleidung gemacht aus der Frucht des göttlichen Baumes und der Kälte zu trotzen. Ich bin neugierig. Können deine Leute mit Stoff aus der Frucht des göttlichen Baumes schneidern? Schneidern? Kopra und Dr. Bacon könnten wissen, wie. Du scheinst talentierte Freunde zu haben. Nimm diesen Stoff und frag deine Freunde. Stoff aus der Frucht des göttlichen Baumes. Ich muss es zu einem Anzug schneidern, der mich vor der Kälte schützen kann. Geil. Let's go. Ja, ja, jetzt sprechen sie alle nur den Krill an, hä? Oh, Dankeschön für die lieben Worte. Ist voll lieb von euch. Dankeschön. Bim, 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 bim. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wobei ich gerade überlege, ja, doch, wir gehen kurz zum Boot. Und dann mache ich kurz das mit den Magazinen, dass ich diesen Fisch da suche. Vielleicht kommt auch noch mal der Hai, der einen wegklatscht. Eventuell. Yay! Okay, Früchte sind fertig. Die hole ich mal kurz. War cool, dass der auch Bescheid sagt. Das Game ist einfach nur handsome, Leute. Nobi! So, ich glaube, hier kann ich nichts machen. Nee. Auch hier ist voll die angenehme Musik, das ist so cool gemacht. So, ja, da kann man auch gärtnern, tatsächlich. Reden. Seevolk, Dr. Bacon lag richtig. Damit musst du Werbung machen, um Gäste anzuziehen. Aber Dr. Bacon meinte, dann würden Wilderer kommen. Naja, okay, das stimmt auch. Gut, halten wir die Augen offen. So, mit wem muss ich denn jetzt... Den Bacon muss doch jetzt anrufen, oder? Hey, Bacon. Was ist das? Hast du etwas Neues entdeckt? Nein, darum geht es nicht. Verstehe, sag mir Bescheid, wenn du etwas Auffälliges siehst, was auch immer es sein mag. Hä? Aber ich dachte, die helfen mir. Geht niemand ran. Er steht halt neben mir, ne? Okay, wer hilft mir denn dabei? Keiner. Keiner will sich dafür verantwortlich fühlen. Die Steinplatte. Seevolk. Okay. Dann gucken wir mal nach den neuen Pokémon-Karten. Und nach... Ja, dann gehe ich jetzt runter und gucke, ob wir diesen einen Fisch finden. Oh, was ist denn das? Ein Schwertfisch-Event, um Gottes Willen. Wo kriegen wir den Schwertfisch her? Oh my gosh. Folge dir seit Fortnite Season 4. Krass. So süß, letztens habe ich einen kennengelernt, getroffen. Der hat so gemeint, du hast mir die Kindheit geprägt. Ich so süß. Ja, so, ich bin nicht süß. Ist doch. Also nein. Ah ja. So, dann gehen wir mal runter. Wir haben uns diesen Fischradar hier. Ich muss irgendwo unten beim Boot sein. Scumpies nehmen wir immer gern mit. Kommen Sie, kommen Sie. Oh, wieder ein Hai. Oh, da ist wieder der Klatschhai. So, let's go, mein Freund. Abholen einmal. Hier ist ein Straftäter. Der klatscht einfach Menschen ins Gesicht. Einmal bitte abholen. So, das hast du jetzt davon. Kollege. We see you in court. Na gut, komm. Quatsch. Pop. Wie ich die einfach nur einmal so anpoppe, die sind halt tot. Plop. Plop. Stimmt, da muss ich ganz schön viele holen von dieser... Von dieser Qualle. Hm.
Okay, das nehme ich auch sehr gerne an. Dankend sogar. Spiegelei Qualle. Brudi, komm mal mit. So. Ich muss dir was zeigen. Die armen Fische. So, nehmen wir noch ein bisschen Luft mit. Und dann hole ich mir die einfach alle samt mit. Wo finde ich den Schwertfischi? Den muss ich doch eigentlich jetzt auch über diese App finden können, oder? Oh, das sieht noch besser aus. Scharfes japanisches Schwert. Wie geil ich die einfach mittlerweile einfach alle einsammeln kann. Nobody could do something against it. So, was haben wir da drin? Bisschen Soße. Oh, was ist denn das? Currywürfel, geil. Okay, Kollege, einmal bitte schlafen legen. Dreimal angestupst und schon ist der dead. Er sieht aber so unappetitlich aus, finde ich. Langnasenriffhai, der sieht so eklig aus. Jetzt stopfe ich mir einfach schon die Taschen voll mit so zweitklassigen Fischen. So, genug geklopft. So, weiter geht's. Nehmen wir auch mit. Heute Abend, oh, ich denke erst so 20:30. Ich denke, der Stream wird jetzt heute schon so bis 19 Uhr gehen. Dann muss ich schnell was essen. Dann habe ich noch einen Call. Boah, das wird schon noch ein bisschen. Vielleicht auch 21 Uhr. Das sind zwei coole Horror-Games. Die gehen zusammen so eine jeweils eine Stunde. Mich da jetzt extra ein bisschen auf Horror-Games fokussiert, die jetzt mal nicht 3 Stunden gehen, weil ich gerade so viel vorproduzieren muss. So, 120 hier unten muss der irgendwo sein. Der Fischi. Wie finde ich den nochmal? Boah, das ist geil. Blitzharpune. Puh. Nee, da ist schon das blaue Loch. Da will ich nicht hin. Wo war denn dieses Boot nochmal? Oh, lass mich. Ah, hier muss es doch irgendwo sein. Hier ist doch das Schiffswrack. Hier. Und hier muss doch auch irgendwo dieser Fisch sein. Sag mal, du Sack. Boah, das ist die geilste Waffe überhaupt. Die habe ich gemeint. Boah, wie geil die ist. Ich schlachte den ab und elektrisiere alles andere auch. Die ist richtig cool. Also Harpune mit Elektro, das ist der Shit. So, hier war das doch. Oder nicht? Doch. Hier. Oh, mein Freund ist wieder da. Oh. So. Sehr schön, fleischi, fleischi, fleischi. So, und wo ist jetzt der Fisch, den ich suche? Hieß es nicht, dass der hier ist? Und wie kann ich das nachschauen? Ich glaube, so irgendwo eine App. Irgendwas konnte ich doch drücken. Hier, das. Genau. Und jetzt suche ich doch diesen einen da. Die eine oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Blaues Loch. Mitteltiefe. Mitteltiefe ist wie tief? 280 Meter. 150. Hier muss der doch irgendwo sein. Der Kollege. Also der muss hier irgendwo sein.
Kurz bewiesen, dass Knu alt ist. Wegen dem Song, ne? Den kennen, glaube ich, echt nur wenige. Ist das falsche Boot? Welches ist es denn dann? Das Radar fängt an zu piepsen, wenn du in der Nähe bist. Oh Gott. Das heißt, ganz auf die andere Seite wahrscheinlich. Oh, geil. Tennisschläger. Okay, da muss ich, glaube ich, ganz rüber. Die Titanic. Wo ist die Titanic? Video von 2005. Krass. Oh, der Arme. Ich glaube, es ist ganz drüben, oder? Bad Morgen 19 liebt den Song. Sehr gut, das kennen auch andere. Ja, das war echt ein geiler Song. Gut, dann schwimme ich da jetzt einfach rüber. Wenn es dann piepsen sollte, ich bleibe einfach auf der Ebene. Und dann müsste ich den ja theoretisch finden. Also ich würde gerne meine Harpune auf Dauer mit diesem Blitz ausstatten. Das ist halt ultimativ OP. Oder geht's gar nicht lang? Ha! Es geht um den Song, die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Keine andere Frau. Weiter weiß ich's nicht. Es gibt keine andere Frau, für die ich lieber irgendwas gehe. Also ich finde den dummen Fisch nicht. I don't know. I don't know where this Kackfisch is. Ich würde jetzt auch hochgehen. Und ich weiß auch noch nicht, wer mir diese Rüstung macht. Da habe ich jetzt gar kein Feedback bekommen. Dann gehen wir mal hoch. Schluss für heute. Keine andere Frau traue ich mehr über den Weg. Genau, es gibt keine andere Frau, für die ich mich lieber schlafen lege. Oder neben die ich mich am liebsten schlafen lege. So, Rang 3. Geil. Ah, da kommt wieder Ash Ketchum. Oh, der Sturm wird stärker. Wegen der super seltenen Bosskarte. Wie wäre es, wenn wir es noch einmal versuchen? Du wirst auf die Kreatur treffen, wenn du den Wirbel betrittst, der durch den Sturm entstanden ist. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Okay. Heißt es, ich muss jetzt nachts ins Wasser? Stürmische Nacht. Ja. Das heißt, ich muss jetzt ins... Oh Gott, finde den Strudel. Ach komm, ich habe Bock auf eine Herausforderung. Let's go, Mann. Let's go. Yeah. Zugefrorene Passage. Kurzflossen Makohai. Itumihai. Wow, look how beautiful it is. Macht es schon was ganz Besonderes. Und diese Musik ist auch so geil einfach. Die Musik trifft es einfach auf den Punkt. Muss ich sagen. Ich höre da irgendwas Komisches. Irgend so ein... Oh, da ist der Strudel. So, die nehme ich mal mit. Okay, ab in den Strudel. Ich weiß nicht, ob wir das überleben, aber ein Versuch ist wert. Zuerst gehe ich aber erstmal hier rein. So, let's go. Was gibt's hier bitte? Oh, den nehme ich mit. Oh, shit. Stress mal nicht. Oh, der ist ganz schön stark. Shit, ich hab's voll unterschätzt.
Lass mich. Ich muss ihn leider jetzt mal so eliminieren, sonst bin ich gleich eliminiert. So, mein Freund. Dich holen wir mal ab. Ich glaube, du bist lecker. So, bitte einmal vom Kinderparadies abholen. So, je nachdem, was in dem Strudel ist, wäre eigentlich Waffen noch nicht schlecht. Ich glaube, da gibt's aber... Oh, why not? Oh ja, geil. Blitz. Lass mich. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Okay. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. I'm scared and it's okay of being scared because... Oh, ich bin in den Wirbel hinein und bin hier gelandet. Vielleicht sind das Dinge, die vom Sturm erfasst wurden und verschwunden sind. Oh mein Gott. Ich glaube, dass dieser große Lastwagen sich gerade bewegt hat. Ja, das kann schon sein. Hallo? Was habe ich mir hier eigentlich angetan? Schöne Krabbe oder so ein Kack, oder? Vor allem, das ist ja ein Endboss, den ich mir gerade freiwillig gebe. Oh Gott, das ist eine Krabbe. Safe call. Oder eine Schildkröte. Oh, ich wusste es. Oh mein Gott. Shit. Truck Hermit. Okay, was mache ich denn jetzt? Ah, ein Lastwagen in Bewegung. Das ist kein Lastwagen, das ist ein riesiger Einsiedlerkrebs. Ich glaube nicht, dass eine Schusswaffe irgendwas anrichten kann. Was kann ich bloß tun? Oh nein. Das heißt, er muss vielleicht irgendwas hier runterknödeln. Was ich eventuell nutzen kann. Da zum Beispiel. Okay, I think I got it. Ich weiß nicht, wo ich es draufschmeißen muss. Oh. Okay. Das hat wehgetan, glaube ich. Es wird es halt auch immer schwerer, die Sachen zu holen. Oh shit. You are going to die. Du Arsch. Oh shit. Gimme, 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 Mohun. So, baller das nochmal runter. Sehr schön, danke. Wo kommen die denn her? Mr. Krabs hat sich verändert, gell? Voll verändert. Und Flap. Ich hoffe, das macht denn überhaupt Schaden. Ja. Okay, jetzt duckt er sich. Der soll mal bitte auf die andere Seite kommen. Weil ich nämlich hier hinten meine Heilung habe. Genau, komm schön mit nach hinten. Zusammen mit mir. Super. Super machst du es. Na gut, Waffen bringen ja eh nichts. Okay, was mache ich jetzt mit der Muni, wenn er sich schützt? So, der schützt sich jetzt. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich in dem Moment jetzt, wo er schlägt. Yes. Okay, Brudi, ich hätte jetzt gerne mal meine Heilung, wenn das geht. Dann kommen dann wieder diese tollen Waffen aus dem Boden. Ah, hier. Das ist wunderschön. Okay, ich klatsche das jetzt gegens Gesicht, wenn du ausrastest. Und zwar jetzt. Oh shit, das hat er mir wehgetan. Okay, ich verstehe. Mach schnell, ganz schnell hier rüber. Um mich einfach mal zu heilen. So, nur eine Heilung. Okay, komm. Waffen, Waffen, Waffen. Okay, bitte stirb. Ja, please die. Stirb, stirb. Oh nein, ist erst ein dummer Panzer weg. Jetzt haut er ab. Das gibt's doch nicht.
Ernsthaft? Und seine Hülle war das Ding wirklich gar nichts. Ich hoffe, dass diese Bosskarte von der Satzsprache aktiviert wurde. Ich glaube nicht. Oh, ein Stück der Zange. Hm, dann nehmen wir auf jeden Fall ein Stück mit, Leute. Den fress ich jetzt. Der Sebastian. Und lecker, weg damit. Rein in den Panzen. Geil. Und natürlich wieder ein Strudel, der uns hochsaugt. Ach ja, wie passend. Rein da. Und tschüss. Wunderbar. Wonderful. So. Jetzt hole ich mir noch ein paar andere Fische. Ein bisschen Platz habe ich noch. Und dann gehen wir noch ins Restaurant. So, vielleicht noch eine Moräne. So, to go. Eine Moräne to go. Oh, boah. Wie gemein. Okay. Kein Stress, Moreni. Du könntest eigentlich jetzt richtig geile Fische holen, weil ich hab jetzt, bin ja echt gut hier ausgerüstet. So, wer hat denn Bock? Du. Du da drüben. Komm. Den stresst auch gar nichts, ne? Der haut sich so 10-mal die Harpune ins Gesicht und den juckt es nicht. Das ist aber gut, weil eventuell, ich glaube, den brauche ich für irgendein Waffen-Upgrade. Das Spiel von 1 bis 10. Ich habe mir überlegt, es zu holen. Boah, also ich würde denen schon echt eine 9 geben, muss ich sagen. Also da bin ich schon sehr angetan von dem Spiel. Die nerven eigentlich immer nur. Die muss man eigentlich immer mitnehmen, weil die die ganze Zeit angreifen. Ist hier noch irgendwas Großes? Komm, jetzt verpiesel dich, du Nervensack. So. Schön geröstet. Welch qualvoller Tod. Hier unten ist irgendwie gar nichts mehr, außer so ein paar Scambys. Komm her, Scamby. Ist ein ganz besonderer, eine weiße Garnele. Ein bisschen Luft. Sehr schön, sehr schön. Hier unten ist immer irgendwie nie was. Und in die Tiefe kann ich auch nie. Also ganz tief geht nie. Gucken wir nochmal oben. Ein paar Haie. Wäre schon nicht schlecht, wenn wir die Taschen noch füllen. Und dann hoffe ich eigentlich, dass am nächsten Tag mich irgendwas anspricht wegen der Ausrüstung. Oder ich muss mir die tatsächlich kaufen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ah nee, ich will lieber die haben. Die ist viel geiler. Blitz. In your face. Ha, wird immer besser. So, schön rausleisen, das dicke Stück Fleisch. Ach ja, machen wir erstmal das Meer leer. Unter dem Meer. Ich höre hier immer so ein Wup, Wup. Hört ihr das auch? Hört ihr irgendwas rumspringen? Hört ihr das? Dieses... Ich glaube, gehe ich mal hin. Das ist da hinten irgendwo. Irgendwas ist doch da hinten. Ich muss sagen, ich mache es nachts. Nachts mag ich es am liebsten. Das ist richtig schön. Und so gruselig finde ich es gar nicht. Sammeln wir jetzt alles ein. Ich glaube, das gehört nur zur Musik, oder? Der Wal? Oh, volles Upgrade. 4. Boah, mit der Waffe, wenn ich da jetzt draufballer, müsste der sofort dead sein. Oder er schläft. Komm, Bra, jetzt stirb doch endlich. Boah, der ist jetzt aber ungenießbar geworden. Hier noch irgendwas Cooles? Irgendein fetter Fisch. Hier gibt es gar nicht viel.
unbefriedigend. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Sad. So eine weiße Garnele vielleicht noch. Unbefriedigend. Muss ich ehrlich gestehen. Aber gibt es abends echt nur so wenig? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es da super viel gibt. So, du stirbst jetzt auch mal kurz. Und wo kriege ich nochmal diese Schwerthaie her? Weil die muss ich ja auch auf jeden Fall noch einfangen. Also ich könnte ewig so weitermachen. Ah. Ja, ich glaube, wir gehen dann hoch. Ich glaube, viel findet man hier leider nicht mehr. Ich aber erstaunlich tatsächlich. Ich glaube, ich habe eine seltsame Kreatur gesehen. Sollte mit der Kamera nachsehen. Oh, hello. Was bist denn du? Hast die Lippen aufspritzen lassen. Geil. Froschlippen, das wird Udo gefallen. Hat sich die Lippen einfach aufspritzen lassen. Naja, mit Hyaluron. Das fangen die Fische auch schon an. Glaub's ja nicht. So, die Igel nehmen wir mit. Die schlafen alle. Ja, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwünscht. Eigentlich hieß es doch, abends geht's so ab. Da ist ja gar nichts los hier. Und auch nur so zwei Haie. Gibt es hier noch irgendwas beim Schiffswrack? Schnaffing, Schnaffing, Leute. Und runter, dann gehe ich jetzt hoch. Also das war jetzt enttäuschend. Naja. Da habe ich schon mal Platz und will mir die Taschen voll stopfen und dann wollen die dummen Viecher nicht. So, dich nehme ich auch noch mit. Du bist so ein Frust. So ein Frust-Pickup. Voll viel Luft. Ich bin voll gut equipped. Für die Nacht. Die zwei nehme ich auch noch mit. So, und dann war das Meer leer. Es gab dank Nu. Das ist hier eine Tür? Das ist ja eine Tür hier. Seht ihr das? Das ist ein Eingang. Kann ich bestimmt später auch noch rein. Ja, ich habe das Meer leer gelootet. Jetzt gibt es wirklich mehr Plastik im Meer. Hm. Gut, ich bin enttäuscht. Puh! Unverschämt. Unverschämt. Der Beauty-Trend macht auch unter dem Ozean nicht halt. Nee, da fangen die Trends an. Das sind Trendsetter da unten. Was, du hast die super seltene Bosskarte gefunden? Erstaunlich. Die See war unerbitterlich. Das ist nichts Besonderes im Vergleich zu dieser fantastischen, super seltenen Bosskarte. Und jetzt tippe auf Karte mit Freunden teilen. In Ordnung, das ist es. Oh Mann, das hat er nur gemacht, damit er das hatte, Schwein. Was hab ich davon? Oh, du hast ein Foto gemacht. Oh, wunderschön. Diese Lippen, sind die aufgemalt? Um mehr Geld zu bekommen. War nur ein Scherz. Ich werde ein Foto von Blub auf die prominente Stelle platzieren. Und 500 Gold. Ja, damit kann ich leben. Okay, wir gehen jetzt mal nach ins Restaurant. Up to the Restaurant. Auch den letzten Teil des Abends nutzen, um ein bisschen zu schöffeln hier. Meine Kadetten. Und Kadettinnen. Immer diese Frustpicks. Ja, das nennt man auch Reste-Snoo-Snoo. Kennt ihr das? VIP erschienen. Wang Pang, chinesischer Meisterkoch. Hallo allerseits, hier ist Yui von NDC. Vor allem, dass sie immer vorbeikommen, ohne zu fragen, ob sie überhaupt dürfen. Heute präsentiere ich eine neue Show namens Bezwing den Chefkoch. Es ist lange her, Leute. Ich bin Vincent Yamaoka. Der Champion der letzten Saison war es Bancho, der von Vincent gelobt wurde. Er wird heute der Titelverteidiger sein. Titelverteidiger? Und der erste Herausforderer dieser Saison ist Wang Pang. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin Wang Pang aus Hongkong. Schön, dich kennenzulernen, Wang Pang. Also gut, wir haben die Kandidaten kennengelernt. Jetzt kann die Show beginnen. Ihr werdet mit euren Gerichten an demselben Tag und am selben Ort zu einem bestimmten Thema gegeneinander antreten. Vincent Yamaoka wird diese dann bewerten. Das Thema des heutigen Duells ist chinesische Küche. Oh, das ist nicht gut.
Wie ihr wisst, hat die chinesische Küche ihre langen Gerichte viele verschiedene Kochstile entwickelt. Wenn wir über die chinesische Küche sprechen, denken viele an gebratenes Fleisch und Gemüse, aber das ist nicht alles. Es gibt mehr als das. Dieses Mal werdet ihr mit einem Fischgericht angetreten. Gebt mir ein Fischgericht nach chinesischer Art, möge der beste Koch gewinnen. Ich habe von dir und deinem Ruf gehört, Banjo, aber ich werde dich mit einem saghaften Rezept aus Hongkong schlagen. Oha, Wang Pang hat soeben eine Herausforderung angesprochen. Das dürfte interessant werden. Ihr kennt die Regeln, Leute. Wir werden in 2 Tagen wiederkommen und das spannende Kochduell zwischen den beiden Kandidaten in Echtzeit prüfen. Bleibt dran und seht, was in der heutigen Folge von Bezwing den Chefkoch passiert. Das ist geil. Weil die kommen immer einfach, ohne mich zu fragen. Ohne zu fragen, ob das okay ist, dass man filmt oder sonstiges. Alles in Ordnung. Du kennst dich mit chinesischer Küche nicht gut aus, oder? Ich muss kein Chinese sein, um gegen ihn anzutreten, aber mit einem Fisch, den er noch nie zuvor probiert hat. Übertreibe es nicht, Banjo. Ich kann ihm mit einem gewöhnlichen Gericht keine Lektion erteilen, wenn du das sagst. Bring mir in 2 Tagen die Zutaten, die ich brauche. Die chinesische Küche ist kein Problem. Ich brauche nur Himmelskucker, Weizen, Olivenöl und Eier. Eier sogar, shit. Okay, I think we screwed up. So, dann erlernen wir doch erstmal was ganz, ganz, ganz Teures. Das da. Ja. Hoffentlich können wir das machen. Und dann würde ich noch das erlernen hier. Bam. Okay, dann lass mal gucken, was wir hier alles so Feines haben. Irgendwas, was teuer ist. Das können wir sogar machen. Oh, 10 Stück? Stimmt es? Dass ich 10 Stück erstelle, wenn ich eines von denen mache. Gebratener Einsiedlerkrebs. Puh, wow. Veredeln, bringt das viel? Nee, geht nicht. Ach so, das ist. Soll ich den schon verkochen? Mach mal ja. Macht das jetzt Sinn, wenn ich hier Autokochen mache? Nee, oder? Weil das sind ja gleich mal 10 Portionen, oder sehe ich das falsch? Hey Jasmin, wo ist die breite Hose vom Shooting mit Red Bull? Boah, ich glaube, das war Diesel. Ich habe die Sachen nicht selber gehabt. Die haben die mir besorgt. Das war, glaube ich, Diesel. Aber die war cool. Nein, macht keinen Sinn. Also nicht Autokochen, ne? Weil sonst schmeißt er die direkt weg. Ich glaube eher, du brauchst 10. Nee, nee. Das glaube ich nicht. So, den packen wir dann auch mal drauf. Hier mache ich jetzt Autokochen, weil er immer nur eine Zutat packt. Also eine Portion sind 10. Wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich diesen Kopf, diesen Haifischkopf mache, den kann ich übrigens auch veredeln. Ich mache den jetzt mal drauf. Dann macht er nämlich 5 Portionen, seht ihr? Deswegen muss man immer gucken, dass man jetzt nicht Autokochen macht. Aber ich glaube, das geht eh nicht ganz weg. Muss man mal gucken, hoffentlich. Dann sollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so viel auf die Karte machen, in der Hoffnung, dass die Leute dieses Krebsdings da alle aufessen, oder? Was meint ihr? Oder soll ich mir das einfach noch aufbewahren? Hier macht ja Autokochen Sinn. Okay, dann let's go. So, bitte bestellt alle das eine Essen. Das ist das Allerbeste. Das macht euch für immer jung. Ja, sehr gut. Da bestellt schon mal jemand. Das gibt's nie wieder, Leute. Nie wieder kommt es auf die Karte. Wieso gibt es nur 55? Hab ich da irgendwas Falsches gesehen vorhin? Ich dachte, es gibt 500. Weird. Egal. Ich muss zugeben, das Essen ist wirklich gut. Ja, was hast du denn erwartet? So, Leute, schnell, schnell, schnell. Die Leute haben Hunger. Da ist schon jemand nervös. Boah, ey, jetzt muss man so viel nachschruppen hier. Doch schön viele Leute nachkommen. So, hier bitte schön einmal. Bitte bestellt mehr von dem. Das war's schon? Boah, ich habe 8 von den Dingern weggeschmissen. Ne? Furchtbar. Also das mit dem Wegschmeißen finde ich echt ganz arg schrecklich. Echt nicht viel eingenommen. Ja, das war blöd. Das ist echt blöd. Dann kann ich mir die Krabbe irgendwann und steigert die Prozent, dann kaufen die das.
Wenn ich was mache? Schmelzender Gletscher. Ah, jetzt kann ich das machen. Nice. So. Dave, ist alles in Ordnung? Ich habe die Passage zum Gletscherbereich geöffnet, aber ich kann die Gegend nicht erkunden, weil es zu kalt ist. Oh, ich sehe, dein aktueller Anzug ist nicht warm genug. Das Seevolk hat mir diesen Stoff gegeben. Oh, der Stoff fühlt sich warm an. Das ist das Atemgerät. Ich könnte einen kälteresistenten Anzug machen, wenn ich ein Mechanikteil hätte, das die Teile zusammenhält. Mechanisches Teil? Hast du nicht einen von John Watsons Anzügen? Du hast recht, ich habe hier sogar ein paar interessante Mechanikteile mitgebracht. Das ist ein Gerät, das den Wasserdruck automatisch anpasst. Damit kann ich vielleicht etwas anfangen, aber es ist zu beschädigt. Ohne Reparatur kann es nicht benutzt werden. Oh, ich habe eine großartige Idee. Was denn? Ich werde es dir später heute Abend erzählen. Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, neue Produkte auf Lager. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier pimpen können. Yes, was will ich pimpen? Das heißt, zwei Versuche, Frachtkiste, sozusagen Luft. Da muss ich mir darüber, glaube ich, gar keine Gedanken mehr machen. Und das passt dann auch erstmal, glaube ich. Es geht hier ab bei meiner Cookstar-App. Boah, das sieht so gut aus. Kann man hier irgendwelche Belohnungen abholen? Immer noch nicht. Hier habe ich doch irgendwas eingesammelt. Auch noch nicht ganz alles. Doch da. So, Fischi-Punkte. Yay! Jetzt habe ich ein Armband erhalten. Mal gucken, wofür das ist. Wenn ich das jetzt tauschen möchte. So, ein Armband aus recycelten Materialien hilft dabei, Gift abzuwehren. Ein uraltes Artefakt des Seevolks, das wie eine Halskette aussieht. Es kann Refita abschrecken. Das brauche ich nicht. Ein Artefakt des Seevolks in Form eines Armbands enthält eine mysteriöse Energie. Erlaubt dir, für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem der... Nee, ich finde das, was ich habe, ist am besten. So, immer noch diesen dummen Boots... beim Bootswrack. Ich habe den immer noch nicht gefunden. Und ich brauche noch ein Ei. Alles andere habe ich schon. Nice. Voll gut. Der VIP kommt schon in einem Tag. So, nice. Kann man das hier nicht abmachen? Doch. So. Bam, bam, bam. So, mal gucken, ob ich jetzt ein Ei krieg. Müsste eigentlich. Hier vielleicht? Nee, wann kriege ich denn das Ei? Dauert noch, oder? Ich hoffe zumindest. Nicht, dass wir den Dude nicht besiegen können. Okay, das heißt, bis heute Abend muss ich warten. Alright. Dann plansche ich jetzt ins Wasser. Oh, süß. Was ist denn das? Ein Aarwal. Oh, da kann ich bestimmt voll aufspitzen. Das Ei hast du schon im Inventar. Okay, aber es wurde mir doch angezeigt, dass mir noch eins fehlt. Oder muss ich noch ein Chicken kaufen? So, jetzt gucken wir, ob dieser gehörnte Dude hier irgendwo ist. So, lilanes Seepferd, kommen Sie bitte. Bei dem anderen Bauer im Shop. Ach so, kann ich das da kaufen? Die Thunfische sind irgendwie auch gone jetzt, wo es keinen Thunfisch mehr gibt. Ah, so ein Stock. So, ein gehörnter Bauer, fange ihn in der Nähe. So, wie kann ich das hier bitte... Da sehe ich schon, wie viel Fleisch die geben. Ihr nervt mich alle so sehr. Ich werde euch jetzt alle einschläfern. So, und dann nehmen wir den mit. Ab in die Küche mit dir. Der Arme. Das Gefühl von Hunger kennt kaum jemand in unserer westlichen Welt. Absolut. Definitiv. Kennt auch keiner. Ich glaube... Verhungern ist so schmerzvoll und schrecklich.
finde es auch echt krass, wie die Evolution immer noch, also klar, eine Evolution, bis sich irgendwas ändert, dauert ja Ewigkeiten, aber dass quasi von der Evolution der Körper ja so gemacht ist, dass er sagt, ich muss alles in mich reinessen, was ich irgendwie bekomme, weil ich nicht weiß, wann ich wieder was bekomme. Und dass es eigentlich so ein Kampf gegen die Evolution ist, die man da führt, ist schon echt verrückt. Und auch was die Essensindustrie einen einfach alles früher für Mist erzählt hat, teilweise. Und auch immer noch. Ja, deswegen ist es wirklich Appetit, ja. Also ich finde diesen dummen Fisch nicht. Oder halt Gelüste. Und auch Zucker, ne? Dass das einfach wie eine Droge wirkt. Heißt es, Zucker sei gesund. Ja, oder auch dieses Nutella ist gesund für den Sportler. Ich meine, klar, dass irgendwie Sportler, wenn sie jeden Tag 5 Stunden rennen, irgendwie sich sowas leisten können, ja. Aber so dieses, oder Kellogg's mit so viel Zuckern ist gesund und das ist gesund und das brauchst du und du brauchst Milch für deine Knochen und bla 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 bla. Ich finde es auch krass, dass teilweise Produkte weggeschmissen werden, die noch gut sind. Absolut. Wahnsinn. Das ist einfach verrückt. Oh, ein Hammerhai. Komm her. Oh, er schläft. Süß. Guten Morgen. Oh, genau. Ich wecke den wieder auf und er macht seine dumme Motion-Attacke weiter. Und guten Morgen, der ist im richtigen Fiebertraum. Der wird die ganze Zeit aufgeweckt und wieder schlafen gelegt. So, mein Freund. Sehr schön, leckerer Hammerhai. Gucken wir mal, ob der hier irgendwo ist, dieser Fischi. I'm looking for you. Oder hier unten vielleicht? Eisenerz hatte ich noch nicht. Geil. Na Leute, guckt, dass ihr eure Bildschirmzeit ein bisschen runterschraubt. Man verpasst zu viel vom echten Leben. Und die Zeit meistens, wenn es jetzt irgendwie nicht irgendwie ablenken ist oder nebenbei was machen. Manchmal ist es besser, einfach rauszugehen und die Zeit zu genießen, glaubt mir. Hier ist auch noch ein Schiffswrack. Es hört auf, mich anzu... Ich will es nicht sagen. Anzufurzen. Also ich muss sagen, ich finde den Penner nicht. So. Boah, der Arm, jetzt wird er so erschossen im Schlaf. Furchtbar. Es wird immer brutaler. Blaues Tiefseeloch, ist es vielleicht unten? Der muss doch irgendwo oben sein. Oben sind ja auch die anderen. Wo steht denn eigentlich? Der ist ja auch hier irgendwo in der Höhe, hieß es ja, ne? Es hieß ja, dass der hier irgendwo auch in dieser Höhe ist. Ist er ja hier irgendwo. Hier ist doch ein Schiffswrack. Ja. Hier erwarte ich den jetzt. Und er kam einfach nicht. Den Hai gefunden? Nee, ich habe auch noch kein Schwert. Wo sind eigentlich die Schwerthaie? Also der soll ja... Der wird mir nicht mehr angezeigt. Wo ist eigentlich dieser Schwerthai? Weil es gibt ja bald eine Party, ne? Da wollen die ja Schwertfisch essen. Ich weiß nicht mehr, wo der Schwertfisch ist. Boah, das ist wieder so ein Riesenhai. Ui. Come on, take a nap.
Voll arm, wie er da auf einmal schläft. So, mein Freund. Also, ich finde den einen Fisch nicht. Das Radar vielleicht benutzen, mache ich ja. Indem ich das hier anhab. Aber irgendwie wird er mir auch gar nicht angezeigt. Der Penner. Der ist jetzt so bei 150 Metern. Muss ich doch noch ein bisschen runter. Also, das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so leicht, den zu finden. Aber dann würde ich jetzt auch einfach mal auftauchen. Weil das Ashmore jetzt so blöd. Ah, Salz, nice. Salz ist selten hier in dem Game. Okay, dann hat er Pech gehabt, wenn er nicht gefunden werden will. Weiß er doch leider nicht, in welcher Tiefe der sich befindet. Lass mich. Hier vielleicht. Oh, oh, es piepst. Ah. Den jetzt ermorden. Oh, shit, der greift mich an. Oh shit, das macht ihm ja gar nichts aus. Kann ich den töten? Von hinten wahrscheinlich nur, ne? Shit. Ja, tatsächlich nur von hinten. So, mein Freund. Jetzt ist Schluss mit lustig. Okay, und die nehme ich jetzt auch noch alle mit. Werde ich schon wieder voll, weil ich so gierig bin. Bäm. Bäm. Okay, let's go. Yes. Nice, Rü. Zurück zum Boot. Egal, die Aufgabe hat trotzdem geklappt. Oh, du hast den neuen Fischmoon für unsere Sammlung mitgebracht. Ein Papageienfisch mit einem Helm und Hörnern. Die Leserschaft wird ausrasten. Wenn die Ausgabe rauskommt, bringe ich dir ein Honorar mit. Weiter so. Nun, wenn ich dafür bezahlt werde... Ich habe keine Bezahlung bekommen. Skandalös. So, wo kriege ich jetzt ein Ei her? So, ein Niederei. Ei. Tiere. Wie kriege ich das jetzt? Morgen ist es ja soweit. Mal gucken, ob ich vielleicht doch mit dem Dude reden muss. Ei. So, dann haben wir jetzt alles. Geil. Jetzt kann ich, glaube ich, nochmal einfach runtertauchen. Ein paar Sachen holen. Und dann kann ich... Kriege ich wahrscheinlich die Rüstung, weil der mir am Abend ja irgendwas sagen will, der Typ. Kann ich mir einfach nochmal schnell rein und wieder raus. Und die Schwertfische, wo kriege ich die her, verdammt? Wisst ihr das? Habe ich überhaupt schon einen gesehen? War nicht unten einer? Habe ich nicht schon einen? Schwierig. Sehr schwierig.
Aber ich hole jetzt noch den Topf. Und dann gehe ich wieder hoch. Und nehme noch den Scampi mit. Scampi! Immer im oberen Bereich und eine Art Schiff. Der Schwertfisch. Schwertifisch. Den habe ich ja auch noch gar nicht gesehen irgendwie. Oh, tatsächlich. Da ist ja einer. Ja, hallöchen, du kleiner Schlingel. Oh, sogar mehrere. Geil. Aua. Oh, sag mal, Kollege, ey. Was ist denn los mit dir? Oh, nice. Er steckt fest. Oh, der ist blutet. Den kann ich mir jetzt einsacken. Die sind ganz schön brutal. Okay, darf ich mal kurz deinen Freund töten? So. Okay, der ist jetzt eingeschläfert. Das heißt, den nehme ich jetzt mit, weil er gibt dann mehr Fleisch. So, holt mir bitte ab. Nice. Nice, 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 nice. So, die sammle ich mir jetzt auch mal alle ein. Vielleicht nämlich auch irgendwas hier freigeschaltet. Immer im Oberbereich. Genau, dankeschön, Leute. Voll cool. Dann sammle ich jetzt noch ein paar. Da gibt es doch bestimmt noch mehr. So, wo sind sie denn? Da sind doch sicherlich noch mehr. Geh mal hier hoch. Ich will mehr Fischies. Gimme, gimme, gimme. Wie der eine Typ nie erzählt hat, dass er in dieser Höhle war und was er gefunden hat. Ich glaube, jetzt gibt es keine mehr, oder? Das war's. Nur zwei? Okay. Ich geh nochmal kurz darüber. Wenn es da keinen gibt, geh mal hoch. Dann gehe ich morgen nochmal auf die Jagd. Ah, da sind doch noch welche. Geil. So, jetzt upgraden wir noch die Waffe und dann ballern wir da drauf auf das Tier. Bam. Und direkt nochmal Bam und nochmal Bam und nochmal Bam. Bis es weh tut. So, dann schlitze ich dich auf. Oh. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu Dave the Diver. Dave the Murderer. Wäre wohl besser. So, ich bin zufrieden. Wie tief kann ich maximal tauchen? Ich glaube so 500 Meter. Aber was ist denn überhaupt realistisch? Fragen wir das mal. Stimmt es überhaupt, dass ein Mensch so tief tauchen kann? Oder wie tief kann man als Mensch eigentlich tauchen, ohne dass man platzt? Eine sehr gute Frage. So, dann erzähl mal, wie ich jetzt diese Sache bekomme hier. Was ist also die Idee, die du vorhin erwähnt hattest? Oh, das. Was, wenn du Seablue-Basis infiltrierst und ein mechanisches Teil zu besorgen? Ich in ihre Basis? Die Leute von Seablue haben das Gebiet nachts mit Unterwasserdrohnen erkundet. Folge den Drohnen und du wirst ihre Basis finden. Das klingt ziemlich gefährlich. Keine Sorge, ich bereite einen Infiltrierungsanzug mit Tarnmuster für dich vor. Es wird dich nachts vor anderen verbergen. Ich garantiere für nichts. Wie auch immer. Noch ist es nicht dunkel genug. Wir sehen uns später, wenn ich in die Bar schließt. Geil. Nice. Auf geheime Mission. Und das werden wir gleich machen in der nächsten Folge. Dann gehen wir auf geheime Mission, um endlich den Anzug für die Tiefen zu bekommen, um herauszufinden, was der Grund denn für diese Erdbeben sind. Ich glaube, dass es bald eine Art Endboss geben wird. Die Leute sagen, 214 Meter kann ein Mensch tauchen, hab gegoogelt. Interessant.
Dann haben wir das auch wieder gelernt. Danke für eure ganzen Kommentare. Weiterhin Tipps und Tricks sind immer erwünscht und wir sehen uns in den nächsten Videos.